aus der Kreisverwaltung darf ich Frau Julia Engelmann begrüßen, die anschließend sicherlich dem Landrat Jörg Fahr, der leider auch für heute absagen musste, berichten wird. Natürlich nur Positives, wie immer. Ich begrüße auch alle hier anwesenden Ortsbürgermeister und Ratsmitglieder der umliegenden Gemeinden und mit dem Organisationsleiter der Kreisgruppe Weser-Bergland, Herrn Oliver Hupe, darf ich auch einen Vertreter eines der immer großzügigen Sponsoren des Verbandes der Reservisten der Bundeswehr begrüßen. Dank will ich auch hier den weiteren Sponsoren sagen. Es sind die Stadtwerke Schaumburg-Lippe, die heute in Gestalt ihres Geschäftsführers, Herrn Dirk Rabeneck, aktiv teilnehmen. Dafür herzlichen Dank. Weiterer Sponsor ist die Sparkasse Schaumburg-Lippe. Da ist leider kein Vertreter da. Die sind wie immer an solchen Tagen kurz nach dem Bus- und B-Tag sind die immer in einer Klausur. Wie immer werden wir durch die Geschäftsleitung des Hubschraubermuseums, Frau Kerstin Bals und Herrn Dieter Bals, bestens betreut. Ihnen und Ihren fleißigen Helferinnen schon hier meinen herzlichen Dank. Wir werden uns sicherlich wohlfühlen. Auch wenn noch nicht alle Referenten da sind, ich habe sie schon, die fehlenden Referenten habe ich gestern Abend schon begrüßen dürfen. Sie werden im Laufe des Vormittags zu uns kommen. Ich begrüße hier herzlich alle Referenten und unseren heutigen Moderator, Herrn Norman Mölling aus Hannover. Schön, dass Sie heute alle da sind und uns mit Ihrem Fachwissen erleuchten wollen. Die Vorstellung im Einzelnen, werde ich hier nicht vorgreifen. Das wird Herr Mölling dann übernehmen. Nur eine kleine Änderung zum Folder, also zum Flyer oder Folder, je nachdem, wie Sie ihn nennen wollen. Kaum war der Folder im Druck, mussten wir die erste Änderung hinnehmen. Leider musste Frau Maike Schulze ihre Teilnahme absagen aus beruflichen Gründen. Dafür ist dann sofort Herr Kullig, MA von der TU Chemnitz, eingesprungen und wird uns hier unterstützen. Sollte ich jemanden unter Ihnen, der sich zu Recht auch eine namentliche Erwähnung erhofft hat, nicht genannt haben, so bitte ich mir das nachzusehen. Sie sind mir alle gleich viel wert. Wie Sie im Einladungsfolder nehmen konnten, wird die Veranstaltung fotografisch und videotechnisch begleitet. Wem das nicht recht ist, der möge den Saal jetzt verlassen. Einige Teilnehmer nehmen per Videokonferenz teil, auch die Zoom-Teilnehmer begrüße ich hiermit recht herzlich. Absicht ist es, die Videoaufnahmen, die bewährterweise durch Herrn Jürgen Hockemeyer, dort an der Kamera stehend, gefertigt werden, über den YouTube-Kanal der GSP zur Verfügung zu stellen. Sie können also später die Inhalte noch einmal rekapitulieren und vertiefen. Jürgen, dir vielen Dank dafür. Zum Thema des heutigen Tages. Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrtausends dachten viele von uns, dass nunmehr eine Ära von Wohlstand, Wohlsein und immerwährenden Friedens und ewiger Freiheit aufgetaucht wäre, anbrechen würde. Die Jahrzehnte wachsende Globalisierung unserer Wirtschaften haben uns jedoch nicht zum Glücklichsein verdammt. Narzissmus und Weltmachtstreben, verbunden mit Pandemien, Natur- und Klimakatastrophen und auch Brutalisierung des Umgangstons, Fake News und andere Lügengebilden, haben uns ziemlich deutlich aufgezeigt, dass wir wohl doch nicht auf einem Ponyhof leben. Urplötzlich und unerwartet gab es auch in unserer Wohlstandsgesellschaft Mangel. Mangel nicht nur kurzfristig an Toilettenpapier und kubanischen Zigarren, sondern auch an wichtigen Computerchips, an seltenen Erden und anderen für unsere Wirtschaft wichtigen Rohstoffen. Und nicht nur das. Die frühere Sorge um die Sicherheit der Kernkraftwerke wich plötzlich der Angst vor einem Blackout und kalten Wohnungen. Die Preise für fossile Energieträger wuchsen erheblich. Es gab sogar erhebliche Angst vor nicht ausreichender Versorgung. Auch heute werden wir ständig gewarnt, dass es unserer Wirtschaft extrem schlecht ginge, dass die Löhne, Gehälter und Renten bald nicht mehr ausreichen, um den Wohlstand zu sichern. Die Sorgen scheinen groß. Dieses hat mich bewogen oder uns bewogen, das Thema der heutigen Schaumburger Plattform nach den komplexen Russland in 2019,
China 2021 und Afrika 2022 einmal wieder vermeintlich bodenständiger zu gestalten. Nur auch mit den heutigen Themenblöcken werden wir natürlich auch irgendwie mit den drei letztgenannten uns zu beschäftigen haben. Ich denke, dass die Themen Energie- und Rohstoffsicherheit uns alle umtreiben. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute vier absolute Fachleute auf diesem Gebiet gefunden haben, die uns die Themen näher bringen werden. Bevor ich den ersten stellvertretenden Bürgermeister, Herrn Peter Kohlmann, bitte, um ein Grußwort bitte, habe ich noch einige kurze Anmerkungen zum Ablauf des heutigen Tages. In der Mittagspause bekommen Sie von uns einen für Sie kostenfreien kleinen Imbiss geboten. Die Getränke zahlen Sie bitte selbst. Damit darf ich Herrn Peter Kohlmann bitten, vorzutreten. Sehr geehrter Sektionsleiter, Herr Oberstleutnant AD Rainer Lüttke, sehr geehrte Damen und Herren, gerne habe ich als erster stellvertretender Bürgermeister der Stadt die Aufgabe heute übernommen, ein kurzes Grußwort zu dieser renommierten und gut etablierten Veranstaltung zu sprechen, nicht ohne natürlich die herzlichsten Grüße von unserem Bürgermeister Axel Wohlgemuth auszurichten, der es sehr bedauert, heute nicht dabei sein zu können. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich wieder für die 12. Schaumburger Plattform hier in diesen Räumen, eines der Aushängeschilder unserer Stadt, des Hubschraubermuseums als Veranstaltungsort, dass Sie den wieder gewählt haben. Wie gewohnt haben sich auch wieder zu dieser Schaumburger Plattform hochkarätige Referenten bereit erklärt, ihr fundiertes Wissen weiterzugeben und zu vermitteln. Auch Ihnen, meine Herren, im Besonderen ein herzliches Willkommen. Wenn man sich einmal die Themen der letzten Jahre, Sie haben es gerade angesprochen, Herr Lüttke, dieser Plattform hier in diesen Räumen anschaut, Sicherheit mit oder vor Russland, China Bedrohung oder Partner für deutsche Interessen, Afrika Sicherheitsfaktor für Europa oder eben heute Sicherheit unserer Rohstoff- und Energieversorgung, Bindestrich ein Dilemma. Dann muss man konzidieren, dass es der GSP hervorragend gelingt, die relevanten Themen aus dem Bereich der Sicherheitspolitik anzusprechen, die sich dann auch in den anschließenden ausführlichen Presseberichten mit der entsprechenden Würdigung und Anerkennung wiederfinden. Das Erfolgskonzept der GSP ist ohne Zweifel, dass es Ihnen immer wieder gelingt, beispielhaft gelingt, die gebildete Sachkompetenz von Referenten aus dem In- und Ausland für sich zu gewinnen. Nun sind wir heute gespannt auf das aktuelle Thema, dessen Relevanz wir in den letzten beiden Jahren schmerzhaft erfahren haben. Es geht um die Energieversorgung, bei der wir uns durch den Ukraine-Krieg binnen kürzester Frist von der russischen Gasversorgung abkoppeln mussten. Und um die nachhaltige Versorgung mit kritischen Rohstoffen, die unsere Industrie dringend benötigt, reden wir oft nur von wenigen Erzeugnernationen abhängig sind. Auch nicht zuletzt die vor wenigen Tagen getroffene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird sicherlich Fragen aufwerfen, inwieweit die Energiepolitik in ihren bisherigen Planungen von diesem Urteil betroffen sein wird. Also die heutige Thematik kann nicht brennend an Aktualität im Raum stehen. Sicherheit unserer Rohstoff- und Energieversorgung, ein Dilemma. Ein Thema, meine Damen und Herren, von existenzieller Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland und gleichermaßen für die privaten Haushalte zur gesicherten Versorgung. Sehr geehrter Herr Lüttke, Ihnen und Ihrem Team wünsche ich ein gutes Gelingen bei der Durchführung dieser sehr anspruchsvollen Veranstaltung und allen Teilnehmern des Forums eine interessante Vortragsreihe, neu gewonnene Einblicke sowie beim Mittagessen genügend Zeit für einen netten Gedankenaustausch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Kann Sie übergeben. Gehen Sie den Ton mit. Ja, einen guten Samstag auch von mir. Und vielleicht die Frage, die ich gleich aufgreife von Ihnen, Herr Lüttke, Herr Beck, möchten Sie auch ein Grußwort halten? Dann würde ich sagen, räume ich vorübergehend und begrüße Sie ganz herzlich. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit und für ein ganz kurzes Grußwort zu übermitteln. Wir danken ganz herzlich für die Einladung, sehr geehrter Herr Lüttke, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Ehrengäste. Ich darf erstmal zunächst ganz herzlich gratulieren. Ich finde, es ist ein wirklich ganz tolles Programm, was Sie zusammengestellt haben. Dann möchte ich mich Herrn Kohlmann anschließen mit ganz vielen Referenten, die, glaube ich, eine ganze Menge zum Thema Energieversorgung heute beitragen können, wie es auch für die Zukunft sichergestellt werden kann, sich bei diesem Themenfeld gut und zukunftsorientiert aufzustellen. In der Tat ist es ja ein Themenfeld, was die Politik, glaube ich, in den letzten 2 Jahren wirklich sehr beschäftigt hat und immer noch sehr stark beschäftigt. Herr Kohlmann hat es anklingen lassen, der fürchterliche Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat da unsere Energieversorgung in Deutschland wirklich auch auf den Kopf gestellt. Wir haben uns vom russischen Gas verabschiedet, waren kurzfristig gezwungen, die Energieversorgung auf andere Wege sicher zu stellen. Es sind große LNG-Terminals entstanden oder sind am Entstehen an der Küste in Deutschland. Das ist, glaube ich, erstmal auch bemerkenswert, dass das in der Kürze der Zeit gelungen ist der deutschen Politik. Es ist und es muss aber weitergehen. Die Politik beschäftigt sich damit, wie kann der Ausbau der erneuerbaren Energien gelingen. Das ist gerade für Niedersachsen, für ein Bundesland, wo ich politisch auch Verantwortung für trage, auch eine richtige Chance, sich auch gut aufzustellen, weil natürlich Niedersachsen entlang der Offshore-Windenergie unglaublich viel Potenzial hat, sich hier wirklich auch als Treiber der Energiewende zu generieren. Das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Themenfeld. Genauso ist es natürlich auch der Blick auf Schaumburg, wie wir uns hier gut aufstellen können. Das Thema Windenergie spielt in Schaumburg leider nicht so eine große Rolle, weil wir Einflugschneisen der Bundeswehr haben, weil wir einen relativ dicht besiedelten Landkreis haben mit wenig Fläche. Deswegen sind auch die Flächenziele, die uns das Umweltministerium vorgegeben hat, ja relativ gering. Die liegen bei 0,07% der Landkreisfläche. Also das ist ein verschwindend geringer Anteil. In einigen Samtgemeinden wird da einiges vielleicht noch gehen, in vielen aber nicht. Wenn man sich die Landkreiskarte anschaut, wird das vor allem im Bereich Rodenberg und im Auetal sein, wo jetzt auch Investoren derzeit vorstellig sind und probieren, Projekte umzusetzen. Im Bereich des anderen Landkreises wird das relativ schwierig sein, was die Windenergie betrifft. Da wird man auf andere Energiequellen umsteigen müssen. Das Thema Photovoltaik ist mit Sicherheit ein Thema. Wir waren aber auch aus dem Landkreis Schaumburg-Wasserstoff-Modellregion. Das hat die Region hier sehr stark beschäftigt, wie kann eigentlich Wasserstoff genutzt werden. Es gibt da spannende Projektideen, beispielsweise die ehemalige Bergbauhalde in Stadthagen, den Georgschacht, als Photovoltaikanlage zu benutzen künftig und dann einen zweiten Schritt auch Wasserstoff herzustellen. Das ganze Thema ist in der Diskussion, auch wie kann man es baurechtlich entsprechend gestalten und umzusetzen. Also das sind spannende Diskussionen, wie sich auch die Region hier in Schaumburg Gedanken macht, die auf erneuerbare Energien umzustellen. Und für die Schaumburger Kommunen wird es spannend werden, wenn natürlich die kommunale Wärmeplanung verpflichtend wird. Ab 2026, 2027 wird das für die Mittelzentren der Fall sein. Das sind in Schaumburg die Städte Bückeburg, Stadthagen, Rinteln und Bad Nenndorf, für die dann eine Verpflichtung besteht, auch eine kommunale Wärmeplanung aufzustellen. Auch das wird, glaube ich, ein sehr spannender Ansatz sein, den vielleicht Herr Rabeneck in der Podiumsdiskussion vielleicht auch noch aufgreifen wird. Und ich glaube, da wird auch die Frage sein, wie können eigentlich Kommunen interkommunal zusammenarbeiten, um auch gerade den Quartiersgedanken innerhalb von Wohngebäuden noch stärker miteinander zu vertiefen. Weil ich glaube, das wird in Zukunft die entscheidende Frage sein. Wie können wir eigentlich dezentrale Energie erzeugen für die einzelnen Wohnquartiere passend?
Und wie können dann auch die Region hier in Schaumburg entsprechend davon profitieren, um auch die Energiepreise entsprechend stabil zu halten, dass sie bezahlbar bleiben? Ich glaube, das wird die entscheidende Frage sein. Und von daher ist das ein ganz wichtiges Thema, mit dem Sie sich heute auch befassen und beschäftigen und unter dem Aspekt auch der Sicherheitspolitik und auch der internationalen Zusammenhänge, wie ich dem Programm entnommen habe. Und dazu wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich kann Ihnen zur Themenwahl nochmal gratulieren und glaube zum Programm, was wirklich sehr sehenswert sich liest. Und ich glaube, das wird jetzt auch mit Leben gefüllt werden. Und dem möchte ich jetzt auch gar nicht länger dahin hinauszögern und wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf. Bedanke mich für die Einladung und wünsche Ihnen einen schönen Samstag hier im Hubschraubermuseum in Bückeburg. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank an Sie, dass Sie so spontan hier das Wort ergriffen haben. Meine Damen und Herren, liebe Veranstalter und Gäste der 12. Schaumburger Plattform hier im Hubschraubermuseum und draußen an den Bildschirmen. Ich bin Ihr Moderator, höre auf den Namen Roman Mölling und bin als Kommunikations- und Krisenberater unterwegs, bundesweit. Und meine Themenschwerpunkte, wer hätte das gedacht, sind unter anderem die Begleitung von Rohstoff- sowie Erdöl- und Erdgas-explorierenden Unternehmen sowie lokale und überregionale Energieunternehmen wie auch kommunale Stadtwerke, hier insbesondere bei Strategien, Übungen und dem Erstellen von Krisenhandbüchern. Das könnte ein Grund gewesen sein, warum man für dieses Jahr auf mich gekommen ist, dass ich für Sie hier die Veranstaltung moderiere. Ich hoffe, ich kann Ihre Erwartungen erfüllen. Aber auch zu diesem Ort speziell habe ich einen doppelten Bezug. Als junger Gymnasiast führte uns die erste Klassenfahrt nach Porta Westfalica. Und der Klassenlehrer suchte gerade für junge Wilde ein abwechslungsreiches Programm und fand es nicht in Porta Westfalica, sondern hier im Hubschraubermuseum. Ich muss sagen, ich habe es nicht ganz wiedererkannt, aber es hat mich damals sehr schwer beeindruckt. Und insofern ist das für mich eine kleine Rückkehr. Und mein zweiter Bezug ist der, dass ich, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, unter anderem Pressesprecher und Leiter der Kommunikation des ADAC war und damit auch für die Öffentlichkeitsarbeit der Luftrettung zuständig war. Und ich durfte an verschiedenen Stationen, und Sie wissen, der ADAC benimmt sich ja nicht immer ganz ordentlich, ich durfte auch mal an der Bo 105 und an der EC 135 Hand anlegen. Und insofern bin ich hier dann auch wieder heimisch geworden. Als Ihr Moderator führe ich Sie durch das Programm und habe vom Veranstalter folgende Aufgaben aufgetragen bekommen. Erstens, An- und Abmoderieren der Referenten. Zweitens, Moderation einer kurzen Diskussion direkt an die Referate. Das heißt, ich werde genauso wie Sie lauschen und habe vielleicht die eine oder andere Frage schon vorbereitet. Und im Anschluss haben auch Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen und in den Austausch mit den jeweiligen Referenten und mir zu gehen. Mit einem ergänzenden Hinweis, bitte, wenn ich zu Ihnen komme, warten Sie soweit, bis ich Ihnen das Mikrofon reiche. Sie glauben immer in der Regel, Sie werden gehört, aber es ist dann für den Klang besser, insbesondere auch für die Außenübertragung besser, wenn Sie ins Mikrofon reinsprechen. Die paar Sekunden haben wir in jedem Fall Zeit. Und eine zweite Bitte ist, halten Sie keine Co-Referate. Versuchen Sie entweder in Richtung Fragen Ihre Anmerkungen zu lenken oder vielleicht natürlich auch eine Darstellung zu widersprechen, eine Meinung zu haben, das ist vollkommen legitim. Aber wir wollen versuchen, das hier ein bisschen lebendig zu gestalten. Die dritte Aufgabe ist das Einhalten von Zeitspannen. Das liegt jetzt bisher ganz gut. In dem Flyer ist das ganz klar vorgegeben. Ab 9.30 Uhr sollte Roman Mölling sprechen. 9.30 Uhr wird er schon fertig sein. Also wir liegen gut in der Zeit. Und eine Aufgabe ist das Ankündigen der Mittagspause mit dem dazugehörigen Imbiss. Ein paar einleitende Worte. Da stand hier dann auch, ich sollte eine Einleitung durchführen von mir. Und da habe ich überlegt, brauchen Sie von einem Moderator noch ein Referat? Und wenn ja, in welcher Weise? Dann gibt es drei Möglichkeiten. Entweder ich denke mir selber was aus oder ich gucke mir den Einladungsflyer an, so wie Sie
möglicherweise bei der Einladung, als Sie in die Hand bekommen haben, auch einmal gelesen haben. Oder ich mache ganz modern KI. Das Letzte habe ich mir gleich gespart, aber es wäre auch mal ganz spannend gewesen, was vielleicht darüber rauskommt. Und auch das wäre ja immer eine Art sicherheitspolitisches Thema, glaube ich, ganz bestimmt, auch mit ethischen Werten. Ich habe mich für den Einladungsflyer deswegen entschieden, weil wer es auch immer war, ich dort geeignete Worte fand, um Sie hier einzuführen in das Thema. Und deswegen werde ich es Ihnen, Sie müssen sozusagen nicht selber lesen, es einmal ganz kurz ziemlich ablesen. Und einiges haben die Vorredner natürlich auch schon gesagt. Alarmierende Überschriften wie Energieversorgung Deutschlands in Gefahr oder dramatische Abhängigkeit Deutschlands von Rohstoffimporten bei Schlüsseltechnologien sind für uns in unseren Tageszeitungen und in den anderen Medien schon fast normal geworden. Gerade die Versorgung mit bezahlbarer Energie für den Hausgebrauch beschäftigt viele Familien und lässt Menschen mit Sorge auf dieses Winterhalbjahr und die weiteren Entwicklungen schauen. Und Herr Kohlmann, Sie hatten es bereits erwähnt, aktuell werden die Sorgen in vielen Haushalten noch größer, wenn man die jüngsten politischen Entwicklungen rund um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimatransformationsfondsgesetz betrachtet. Unabhängig davon hat eine gesicherte Energieversorgung auch gravierenden Einfluss auf unternehmerische Investitionen in unserer auf einer starken Exportleistung basierenden Wirtschaft. Und auch das hatten Sie, Herr Lüttke, in den Eingangsworten bereits erwähnt. Und Sie haben sofort Bilder vor Augen, entweder hier von kleineren und auch größeren Unternehmen direkt aus Ihrer Region, aus Ihrer Gegend, wo Sie kommen, oder eben auch über die Medienlandschaft, wo wir täglich mittlerweile nicht nur im Wirtschaftsteil lesen, wo der Schuh bei Unternehmen und Wirtschaften drückt. Erschwerend kommt hinzu, dass deutsche Unternehmen zur Herstellung ihrer Produkte auf die Lieferung zahlreicher Rohstoffe auf der ganzen Welt angewiesen sind. Und ich kann das auch mit einem Mandat dahingehend bestätigen, dass ich eine Industrie aus dem Harz in der politischen Kommunikation vertrete. Das ist die Gipsindustrie, die dort Naturgips abbaut. Und wenn man dort mittlerweile in der Diskussion steht, dass heimischer Naturgips nicht mehr gewünscht ist, weil dort von Raubbau gesprochen wird und Zerstörung des Harzes, dann muss man sich nicht wundern, dass die Industrie dort sich auch langsam überlegt, verstärkt Gipsrohstoffe aus dem Harz nicht mehr gewinnen, sondern aus Marokko, Spanien oder aus China zu importieren. Es ist noch eine andere Problematik hier angedeutet worden. Es ist für die Wirtschaft von existenzieller Bedeutung, dass sie permanenten Zugang zu den benötigten Waren zu wettbewerbsfähigen Preisen haben und vor allen Dingen auch zukünftig behalten. Und permanenter Zugang, Sie erinnern sich vielleicht noch an den Suezkanal, was das für Auswirkungen hat, wenn ein Schiff einfach sich mal quer hinlegt und was das für Auswirkungen über Monate in den Lieferketten hat. Problematik wird aber auch zum Beispiel dadurch verdeutlicht, dass als Ergebnis einer unter 24.000 Unternehmen der Deutschen Industrie- und Handelskammer durchgeführten Konjunkturumfrage aus vergangenen Herbst hervorgeht, dass das Geschäftsrisiko, und damit sind wir hier direkt beim Thema Energie- und Rohstoffpreise mit 82%, gegenwärtig das Top-Risiko für deutsche Unternehmen darstellt. Die 12. Schaumburger Plattform soll mit informativen Beiträgen durch qualifizierte Referenten dazu beitragen, den Teilnehmern fundierte Informationen zukommen zu lassen, also die Latte liegt sehr hoch, und ihnen aber auch die Möglichkeit bieten, sich offen und gegebenenfalls auch kritisch mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und das ist die nochmalige Einladung, sich gleich auch zu beteiligen. So viel zur Einführung, und wir kommen zum ersten Referenten. Es ist Dirk Rabeneck, Geschäftsführer der Stadtwerke Schaumburg-Lippe und wahrscheinlich für viele von Ihnen hier gar kein Unbekannter. Er ist Diplom-Ingenieur im Maschinenbau, und es gibt immer zwei Möglichkeiten für einen Moderator, sich auf die Vorstellung von Referenten vorzubereiten. Entweder man bekommt ein Papier vom Veranstalter zugeordnet oder man guckt online auf Google
oder auf LinkedIn. Und LinkedIn ist jetzt sozusagen die neue Plattform. Wenn man sich hier nicht trifft, trifft man sich im Netz, im Businessbereich auf LinkedIn. Da habe ich mal nachgeguckt und habe es abgekürzt, seine Lebensleistung im Beruflichen, und habe es wie folgt umschrieben: vom Projektingenieur zum mehrfachen Geschäftsführer. Und jetzt kommt's: seine Tätigkeiten hatten mit folgenden Orten zu tun: Herford, Paderborn, Minden, Bückeburg. Paderborn, Lage, Paderborn, Bückeburg. Sie sehen also, weit gereist im engsten Umkreis und immer wieder den Weg hierher gefunden. Und wir freuen uns auf diesen ersten Impuls. Herzlich willkommen, Dirk Grabeneck. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, jetzt benötige ich noch mein Laserschwert zum Weiterschalten. Ja, kein Problem. Vielen Dank, dass ich heute Morgen die Gelegenheit habe, hier zu Ihnen zu sprechen zum Thema. Ah, da kommt es. Hervorragend. Dankeschön. Ja, weit gereist, aber wirklich nur in der Region, ne? Also immer schon der Energiewirtschaft seit über 25 Jahren eng verbunden, aber tatsächlich immer in Ostwestfalen und Pfalen und hier im südlichen Niedersachsen unterwegs gewesen. Also von daher schon der Region sehr verbunden. Ich glaube, ich kenne die Region auch ganz gut, kenne aber auch die Energiewirtschaft mittlerweile seit 25 Jahren ganz gut und hoffe, dass ich Ihnen heute hier einen kleinen Einblick geben kann. Herr Horstmann und ich haben uns vorher so ein bisschen abgestimmt. Also er wird ja nach mir dann berichten. Ich mache so ein bisschen den Part Gas. Und er kümmert sich dann später mehr um den Part Strom. So haben wir es einfach aufgeteilt, auch wenn wir heute natürlich eigentlich in einer Welt uns befinden, wo Energien verbunden sind miteinander, wo wir die Kopplung haben von Gas und Strom. Also im Grunde genommen ist das Ganze eigentlich ein zusammengefasster Komplex. Trotzdem versuchen wir mal, das Ganze heute so ein bisschen aufzuteilen. So, mal gucken. Sie kommen nicht umhin, einen kleinen Werbeblock von mir zu hören. Wo wir hier sind, glaube ich, muss ich nicht erläutern. Ich hoffe oder denke, viele von Ihnen kommen hier aus der Region. Von daher spare ich mir das an der Stelle. Ich hoffe, man kann es lesen. Ich habe so ein bisschen mit Grautönen gearbeitet. Das klappt mit dem Beamer leider nicht ganz so gut. Vielleicht kurz zum Unternehmen. Also die Stadtwerke Schaumburg-Lippe sind ein rein kommunales Unternehmen, die hier im Landkreis Schaumburg aktiv sind. Wir haben insgesamt 6 Gesellschafter. Einer davon ist die Westfalen-Weser. Die anderen 5 sind Kommunen hier aus der Region, beziehungsweise deren städtische Beteiligung. Größter Gesellschafter ist die Stadt Bückeburg über die städtischen Betriebe Bückeburg mit gut über 50%. Zweiter Gesellschafter Stadt Hagen. Und dann kommen dazu Stadt Obernkirchen, Samtgemeinde Alsen, Samtgemeinde Nienstedt. Also ein rein kommunales Unternehmen. Wir gehören den Städten und Gemeinden hier vor Ort. Wir machen so mit unserem Geschäft so gut 50 Millionen Umsatz pro Jahr und produzieren auch ein Ergebnis nach Steuern so immer etwa um die 3 Millionen, und diese 3 Millionen, die fließen hier auch in die Region. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das jedem klar ist. Wir verdienen Geld mit unserem Geschäft, was wir tun, aber dieses Geld bleibt auch hier in der Region. Dient zum Beispiel einfach dazu, dass kommunale Aufgaben erfüllt sein werden können. Beispielsweise Finanzierung von Bädern, Betrieb von Bädern. Also das Geld landet in den kommunalen Haushalten und kommt den Bürgern hier auch wiederum zugute. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Aspekt, was auch Stadtwerke, kommunale, regionale Stadtwerke auszeichnet, dass die Wertschöpfung einfach hier vor Ort stattfindet. Wir haben 83 Mitarbeiter, davon 6 Auszubildende, die hier unser Geschäft betreiben. Auszubildende sind uns ganz wichtig. Sie kennen den demografischen Wandel, Sie wissen, dass es zunehmend schwer ist, an Fachkräfte zu kommen, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt für uns auch, Menschen hier in der Region auszubilden und nach Möglichkeit auch in unserem Unternehmen zu halten. So, was machen wir? Womit verdienen wir Geld? Wo sorgen wir für Daseinsvorsorge hier für die Bürger? Wir sind Lieferant von Strom, wir sind nicht Netzbetreiber, das ist hier die Rolle der Westfalen-Weser, denke ich, werden wir gleich noch ein bisschen was dazu hören. Versorgen so gut 12.000 Kunden mit 36 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Wir sind im Bereich Gas Lieferant und Netzbetreiber. Das heißt, da betreiben wir hier auch die Netze und liefern Gas durch unsere Netze so gut 630 Millionen Kilowattstunden pro Jahr, die wir durchleiten für Bürger, für Haushalte, für Industriebetriebe. Und wir verkaufen von diesen 630 GWh circa 400 GWh. Sie wissen, die Welt ist liberalisiert, die Netze
und die Rolle des Lieferanten sind voneinander getrennt. Jeder kann frei wählen, von wem er sein Gas bekommt. Und wenn man sich das anschaut, sieht man so gut, 2/3 der Gaskunden hier, die an unserem Netz angeschlossen sind, werden am Ende der Tage auch von uns beliefert, so rein mengenmäßig. Das sind gut 16.500 Hausanschlüsse, die wir hier versorgen. Wasser, auch ein ganz wichtiges Thema, könnte man bestimmt auch eine tagesfüllende Veranstaltung von machen, wird immer gar nicht so wahrgenommen, weil es selbstverständlich ist, dass wir hier in Deutschland Zugang zu sauberen, sicherem Trinkwasser haben. Aber auch da muss man ehrlich sein, wir spüren als Stadtwerke durchaus auch den Klimawandel. Und das bedeutet, dass sozusagen wir an einigen Brunnen auch schon feststellen, dass die Grundwasserspiegel sinken. Zumindest die letzten Jahre haben schon extrem dazu beigetragen. Ich glaube, dieses Jahr ist dann doch wieder etwas regenreicher. Wir müssen mal gucken, wie sich das auswirkt. Aber wir spüren als Stadtwerke auch durchaus den Klimawandel und beschäftigen uns gerade auch intensiv mit dem Thema, wie stellen wir die Wasserversorgung mit hoher Qualität auch dauerhaft sicher. Das ist jetzt nicht besorgniserregend, davon sind wir ganz weit weg. Ist mir nochmal ganz wichtig, das zu betonen, dass sich keiner Gedanken darüber macht. Aber es ist nicht mehr so selbstverständlich, wie es früher mal war. Auch das, glaube ich, appelliert, sich Gedanken darüber zu machen, wie wollen wir beispielsweise zukünftig mit Energie versorgt werden, um einfach auch dieses Thema Klimawandel zu stoppen. Also auch das spüren wir unmittelbar in der Sparte Wasser. Eine Sparte Wärme haben wir auch, die ist bei uns aber noch sehr überschaubar, muss man ehrlich sein. Aber das wird natürlich ein Zukunftsthema sein, was wir weiterentwickeln. Ja, was möchte ich Ihnen heute hier berichten? Ich werde Sie einfach erstmal so ein bisschen abholen. Wie funktioniert Gasversorgung eigentlich heute in Deutschland? Wie wird Gas verteilt? Wo kommt es her? Was hat sich gerade verändert in letzter Zeit? Und was bedeutet das? Also so ein bisschen Theorie, wo ich Sie einfach mal abholen muss an dieser Stelle, um sozusagen, glaube ich, auch entsprechend folgen zu können. Dann schauen wir mal ein bisschen auf die aktuelle Situation. Also wie sicher ist unsere Gasversorgung gerade im Moment? Müssen wir uns Gedanken machen in diesem Winter? Müssen wir uns in den nächsten Wintern Gedanken machen? Und wie hätten dann oder wie sähen dann Notfallmaßnahmen aus? Ich muss ehrlich sein, letztes Jahr war das so intensiv und so bestimmend, das Thema Notfallmaßnahmen, wenn ich auch so über Aufsichtsratssitzungen nachdenke, wie oft ich darüber berichtet habe, was alles kommen kann. Und mittlerweile ist man ja schon wieder tiefenentspannt und geht schon wieder zu anderen Themen über. Ob das so richtig ist, da werde ich Sie versuchen, auch noch so ein bisschen zu abzuholen und mal auf Stand zu bringen. Und wenn wir über Sicherheit von Energieversorgung reden, dann ist ja sicherlich auch eine Frage, wie verfügbar ist Gas, wie verfügbar ist Energie, woher bekommen wir das Ganze? Und ich glaube, Sicherheit hat am Ende der Tage auch was mit Bezahlbarkeit zu tun. Das vernachlässigt man gerne mal. Aber ich glaube, jeder hat es im letzten Jahr erlebt, auf seiner Gasrechnung, auf seiner Stromrechnung, dass Sicherheit am Ende der Tage auch etwas mit Bezahlbarkeit zu tun hat. Und darum werde ich Ihnen mal so ein bisschen erläutern, wie funktioniert eigentlich Preisbildung, was ist passiert im letzten Jahr, wo sind wir jetzt wieder und wage vielleicht auch mal einen kleinen Ausblick so in die Zukunft, wie kann sich das weiter verändern. Und letztendlich sprechen wir mal noch ein bisschen über Alternativen, über die Zukunft. Das ist sonst immer ein Riesenschwerpunktthema, das habe ich heute tatsächlich etwas schmaler nur mitgebracht. Aber in der Diskussion, also kann ich glaube ich eine ganze Menge zu erzählen, je nachdem, wie sich das Ganze dann ergibt. Und werde natürlich auch kurz das Thema Wasserstoff ansprechen, weil das natürlich im Moment in aller Munde ist und da muss man immer gucken, was bedeutet das am Ende der Tage. Ja, zuerst also ein bisschen Gasverteilung und Herkunft. Ja, da haben wir das, was ich befürchtet habe. Die Folien sind nicht so ideal. Sie sehen links tatsächlich die Bundesrepublik Deutschland und das Gasnetz der Ferngasbetreiber. Sie können es vielleicht erahnen. Interessant ist, Sie sehen einen dunkelblauen Teil. Das ist Nordwesten, so Nordrhein-Westfalen, auch unsere Region, wo diese dunklen Leitungen sind. Und Sie sehen ja viele Punkte. Das sind teilweise Speicher, Übergabepunkte. Und eigentlich sollten Sie 40.000 Kilometer Netz sehen, der sogenannten Ferngasnetzbetreiber, was sozusagen das Transportrückgrat hier in Deutschland bildet. Das heißt, dort ist geregelt der nationale Transport, also wie wird Gas durch Deutschland transportiert und auch der Transit. Also Deutschland ist für Erdgas durchaus ein Durchleitungsland. Also wir haben Einspeisungen, aber wir geben eben auch wieder an andere Länder ab. Es ist also nicht nur one way rein nach Deutschland, sondern wir stecken halt mitten in Europa, sind vernetzt und auch der Transit bedeutet sozusagen eine Nutzung des Gasnetzes hier.
Das sind Rohrleitungen, die hier verlegt sind, diese 40.000 Kilometer von bis zu 1,40 Meter Durchmesser. Die werden betrieben mit einem Betriebsdruck von bis zu 100 Bar. Es muss regelmäßig verdichtet werden, damit dieser Transport überhaupt möglich ist an Verdichterstationen. Und was ganz spannend ist, Sie sehen diese etwas hellere Farbe im Netz, das Hellblau, was kaum zu erkennen ist, und dieses Dunkelblau. Wir haben heute noch zwei Qualitäten in unserem Netz. Wir haben sogenanntes L-Gas und sogenanntes H-Gas. L-Gas ist ein etwas niederkalorisches Gas, was ursprünglich aus deutschen und aus niederländischen Quellen kommt. Und wir haben das sogenannte H-Gas, ein etwas höherkalorisches, also energiereicheres Gas, was vornehmlich aus russischen Quellen kommt, aber eben auch aus norwegischen Quellen kommt. Und wenn wir weltweit gucken, was einfach in der Häufigkeit viel mehr da ist. Und was im Moment gerade passiert, auch gerade jetzt hier in Bückeburg, in Schaumburg, ist eine Umstellung. Wir kommen vom L-Gas hin zum H-Gas, weil die Gasfelder in Holland, die niederländischen Gasfelder in Groningen, zunehmend Probleme verursachen. Die Holländer haben Probleme mit Erdbeben aufgrund einfach der Entleerung dieser Gasfelder, und darum ist entschieden worden, die Gasförderung in Holland einzustellen. Und das ist also ein Riesenprojekt, was wir schon seit vielen Jahren in Deutschland betreiben. Unsere Netze und damit auch die ganzen Geräte der Kunden, die also heute hier in der Region mit L-Gas funktionieren, umzustellen auf H-Gas. Das ist gerade was im Moment passiert, denn ab 2025 werden wir hier auch in unseren Netzen dieses sogenannte H-Gas haben. Ganz spannendes Projekt, nur für Schaumburg-Lippe, Größenordnung 10 Millionen Euro Invest, dass man nur mal eine Vorstellung hat, was es bedeutet, dass diese ganzen Gaskessel entsprechend umgestellt werden können, damit sie zukünftig mit dieser anderen Gasqualität arbeiten können. Und auch heute muss man ehrlich sein, dann könnte man ja sagen, Mensch, super, wir haben hier L-Gas, das ist ja super sicher, das kommt ja aus Holland. Das hat auch ein paar Mal in der Zeitung gestanden, so letztes Jahr in der Gaskrise, haben viele gesagt, wir müssen uns doch hier gar keine Sorgen machen, holländisches Gas. Ist aber gar nicht so, sondern wird in der Regel heute konvertiert. Sprich, die Holländer kaufen mittlerweile auch, damals aus Russland, eben auch aus Norwegen, das hochkalorische Gas, das wir zukünftig haben, konvertieren es, indem sie Stickstoff zusetzen und machen daraus das niederkalorische Gas. Also von daher der Glaube, dass wir hier sicheres holländisches Gas haben, der ist leider nicht so. Ich denke, ist auch ganz, ganz wichtig, das vielleicht mal zu wissen. Diese Gasnetze, diese Fernleitungsnetze werden von insgesamt 16 Unternehmen hier betrieben. Das ist alles privatwirtschaftlich organisiert, nicht staatlich organisiert. In anderen Ländern, zum Beispiel Frankreich, ist das anders. Da sind die Gasnetze in der Regel staatlich organisiert. Und wir als Stadtwerke Schaumburg-Lippe hängen sozusagen an der Leitung der Open Grid Europe. Das ist sozusagen unser vorgelagerter Gasnetzbetreiber. Schauen wir jetzt mal hier in die Verteilnetze in Schaumburg-Lippe. Dann sehen Sie hier eine Karte. Mal gucken, wie funktioniert denn hier? Genau. Sehen Sie hier eine Karte der Region. Hier unten kann man die A2 erahnen. Die hier vor Ort sind, können das vielleicht einordnen. Und was Sie hier in Rot sehen, das ist im Grunde genommen das Verteilnetz. Ja, wir übernehmen also von unserem vorgelagerten Netzbetreiber, von der Open Grid Europe, das Erdgas an insgesamt 7 Gasübergabestationen. Dort wird das Gas auch odoriert. Das heißt, an diesen Stellen wird auch ein Geruchsstoff zugesetzt. Sie kennen so diesen Bittermandelgeruch, wenn Sie mal Erdgas gerochen haben. Eigentlich ist Erdgas geruchfrei. Und der wird in diesen Stationen zugesetzt. Der Druck wird reduziert, sodass wir ihn dann über unser Netz hier in der Region verteilen können zu jedem einzelnen Haushalt. Ich hatte es vorhin schon gesagt, so gut 16.500, ganz genau sind 16.265 Ausspeisepunkte. Wir haben verschiedene Druckniveaus, für uns Hochdruck 3 Bar, geht runter bis Niederdruck 60 Millibar, je nachdem, was für Kunden da angeschlossen sind, haben ein Verteilnetz von gut 560 Kilometern. Dazu kommen nochmal die Hausanschlussleitungen mit 266 Kilometern. Und das ist im Grunde ein Netz, was wir dauerhaft 24/7 betreiben, daher auch dauerhaft 24/7 Betriebsmannschaften vorhalten, die im Fall der Fälle auch sowas entstören würden, wenn es zum Beispiel mal zu Zwischenfällen kommt. Also es ist nicht auszuschließen, dass natürlich auch mal eine Gasleitung defekt ist. Im Moment haben wir sogar häufiger Last damit, bedingt durch die Verlegung von Glasfaser passiert es uns häufiger, dass die Firmen, die Glasfaser in die Erde bringen, auch mal unsere Leitungen beschädigen, sowohl Wasser wie auch Gas. Und aber dafür stehen wir eben 24/7 bereit, um dann sofort auch reagieren zu können, Leitungen abzuschieben, dann zu reparieren und wieder in Betrieb zu nehmen.
Also das ist ein bisschen so zur Theorie. Wie fließt eigentlich das Gas in Deutschland und landet zum Schluss in Ihren Heizungen, in Ihren Kellern? Und dann kann man auch mal schauen, wo kommt es her? Ich habe hier mal zwei Grafiken mitgebracht. Wo kam es vor der Krise her und wo kommt es im Moment gerade her? Es ist wirklich schade, es fehlt die Hälfte auf den Folien. Also der Beamer ist ganz unglücklich. Ich muss ein bisschen mehr dazu erzählen, um es einzuordnen. Also hier unten stehen natürlich überall Zahlen dran und Achsen. Das kann man leider alles gar nicht sehen. Also vor der Krise hatten wir hier in Deutschland Gas aus Russland mit einer Größenordnung von 55%. Also man hat sich extrem darauf verlassen, dass dieses Gas preiswürdig, und das war es auch, da muss man ehrlich sein, verlässlich hier ankommt. Und ich bin ganz ehrlich, ich war wohl naiv, muss ich dann heute eingestehen. Ich habe damals geglaubt, gute wirtschaftliche Beziehungen und solche wirtschaftliche Abhängigkeiten, wie wir hier in Europa, wir in Deutschland zu Russland haben, sichern dauerhaft Frieden. Aber da sind wir wohl leider eines Besseren belehrt worden, dass das nicht so ist. Also ich war auch durchaus jemand, der gesagt hat, das ist doch eine super Sache. Wir sind wirtschaftlich abhängig voneinander, dann wird ja nichts passieren. Und das muss man ehrlich sein, das Gas war schon günstig und eine Pipeline-Anbindung ist technisch auch immer mit Abstand die einfachste und zuverlässigste Form, wie man Gas transportiert und zur Verfügung stellt. Ganz anders als LNG mit viel höherem Aufwand und ja, viel höheren Volatilitäten. Also von daher, ich habe auch geglaubt, das ist gut und richtig. Das gebe ich heute zu. Ich glaube, Sie können das, ja, Sie haben sicherlich auch Ihre Einschätzung dazu. Heute haben wir gelernt, war wohl doch nicht so. Norwegen hat schon immer eine große Rolle für uns gespielt, norwegisches Gas, auch in der Regel Pipeline transportiert. Ein bisschen was hatte ich eben erwähnt, kommt aus den Niederlanden und dann haben wir noch so übrige Städte, Länder in Europa, die auch so ein bisschen Erdgas haben und das in unsere Richtung transportieren. Und wenn Sie hier links rüber gucken, diese Grafik, dann sehen Sie die Erdgasimporte nach Deutschland seit dem 01.01.23. Also hier ist der 01.01.23 und hier rechts ist November 23. Also ist eine ganz aktuelle Grafik, die können Sie von der Bundesnetzagentur ziehen. So, und jetzt muss ich überlegen, der große blaue Block, den Sie hier sehen, das ist norwegisches Gas. Also norwegisches Gas hat zurzeit einen Anteil von, ja, 43%. Tatsächlich ist der noch viel größer, weil die 22% und die 26%, die Sie hier sehen, sind Belgien und die Niederlande. Und das sind nun beides keine Länder, die eben auch noch große Erdgasförderungen haben, sondern die beziehen wiederum ihr Gas woanders, und zwar auch ganz im Wesentlichen aus Norwegen. Das heißt, Sie müssen einfach davon ausgehen, sehr großer Anteil unseres Gases, was wir hier zurzeit haben, kommt aus Norwegen. Und hier diese 7%, die Sie hier oben sehen, obendrauf, das ist das LNG-Gas, was im Moment bei uns ankommt. Also das verflüssigte Gas, was an den neuen Terminals bei uns ankommt. Vielleicht noch mal kurz zum Thema Norwegen. Schön, dass wir dieses Gas aus Norwegen bekommen haben. Sehr, sehr gut, dass innerhalb Europas wir diese Verbundenheit haben. Sie können sich erinnern, wie die Marktpreise, komme ich nachher noch mal drauf, im letzten Jahr auch ausgesehen haben, wie sie auch jetzt noch sind im Vergleich zur Vorkriegszeit. Also Norwegen hat sich dumm und dämlich verdient. Also wenn es einen Gewinner dieser Gaskrise gibt und gab, dann ist das Norwegen, muss man ganz offen so sagen. Das ist nicht irgendeine Uniper oder sonst irgendwelche Importunternehmen oder die Stadtwerke Schaumburg-Lippe, die sich dumm und dämlich verdient haben. Ich glaube, das kann ich hier ruhig so offen sagen, sondern das sind schon die Norweger. Die haben schon massiv profitiert von der Entwicklung, die wir da hatten, aber konnten eben auch liefern, muss man ehrlich sein. So, ja, das vielleicht so ein bisschen, woher kommt unser Gas im Moment? Jetzt schalte ich mal ein weiter. Will es nicht. Können Sie mal einmal für mich weiterschalten? Die Fernbedienung tut's leider nicht. Können Sie mir einmal die nächste Folie, die Fernbedienung tut's leider nicht. Wunderbar. Ja, dann warten wir doch einfach noch einen Augenblick. Jetzt mal ganz raus, ne? Ja, okay. Gut. Denn dann werde ich gleich mal so ein bisschen was zum Thema LNG, soll ich nochmal probieren, ob es geht? Jawohl, LNG sagen, das ist ja sozusagen dann, Herr Beck hat es auch schon kurz erwähnt, wirklich extrem schnell haben wir reagiert, haben, wie sagt man so schön, erstmalig Deutschlandgeschwindigkeit aufgenommen, was wir dann ja demnächst grundsätzlich tun wollen bei allen Projekten. Schauen wir mal.
Ich habe mir sagen lassen, damit das möglich war, dass überhaupt so schnell solche Dinge genehmigt wurden, also diese Terminals und insbesondere auch die Netzanbindungen. Das war deshalb möglich, weil wirklich alle Mitarbeiter von allen Genehmigungsbehörden einfach für ein paar Monate nichts anderes mehr gemacht haben. So, und ausschließlich sich darum gekümmert haben. Das zeigt, dass wir gar nicht alles in Deutschland Geschwindigkeit machen können, weil die Mitarbeiter, die das tun, die können eben nur eins tun. Also von daher ist diese Hoffnung, dass wir zukünftig alle Verfahren, wenn es um erneuerbare Energien und sonst was geht, immer so machen, ich glaube, da sollte man sich nicht hingeben. Das wird einfach technisch gar nicht funktionieren, weil die Ressourcen fehlen. Aber trotzdem, da hat man es geschafft. Wir haben jetzt zurzeit in Betrieb sogenannte FSRUs, das sind Floating Storage and Regasification Units. Das heißt, das sind schwimmende Terminals. Sie können das hier auf dem Bild sehen. Hier sehen Sie einmal so ein schwimmendes Terminal und dann sehen Sie so ein LNG-Schiff, was also verflüssigtes Erdgas anliefert. Und im Grunde genommen auf diesem Schiff, auf dem FSRU, wird das dann wieder regasifiziert und bei Bedarf auch zwischengespeichert. Und darum ging das Ganze jetzt ja auch so schnell, weil die Dinger sind halt schwimmend, die gibt es auf dem Weltmarkt, die konnte man relativ schnell mieten und es musste im Grunde genommen nur die Anbindung ans Netz realisiert werden. Wir haben zurzeit drei davon im Betrieb und Sie sehen hier links mal, was die so theoretisch an Gasmengen importieren können. Wir haben in Deutschland so einen jährlichen Gasbedarf, der liegt irgendwo zwischen 800 bis 1000 Terawattstunden pro Jahr. Und die wir im Moment in Betrieb haben, könnten so, wenn sie bei Vollauslastung unterwegs sind, 160 Terawattstunden liefern. Bis Ende 24 kommen ja noch mal weitere dazu, drei weitere, sodass wir dann in Summe hier irgendwie bei 350 Terawattstunden liegen. Das entspräche dann ja immerhin schon so ein bisschen mehr als ein Drittel dessen, was wir hier in Deutschland pro Jahr benötigen. Und wir wollen dann ja 26, 27 diese schwimmenden FSRU-Terminals ersetzen durch feste Terminals, die dann natürlich auch eine deutlich größere Leistung haben, also Landterminal in Brunsbüttel, Stade, Wilhelmshaven. So dass man in Summe, wenn man denn auch noch die anderen Schiffe behalten würde, tatsächlich schon in der Lage wäre, wirklich den kompletten Erdgasbedarf Deutschlands über LNG zu sichern. Glaube ich aber nicht dran, dass man das tut. Ich gehe davon aus, dass man dann perspektivisch die schwimmenden FSRUs auch wieder freigibt und die wieder an anderen Stellen im Markt tätig werden. Aber grundsätzlich funktioniert es. Dann muss man auch mal schauen, woher kommt denn eigentlich das Flüssiggas? Was haben wir denn da eigentlich für eine Veränderung? Woher kommt denn das? Und klar, also erstmal die Technologie, wenn Sie links auf die Karte gucken. Wir haben, das ist jetzt wirklich mal ein Blick auf Europa. Wir haben schon heute in Europa 43 dieser Terminals in Betrieb, 10 weitere im Bau und 34 in Planung. Also das ist durchaus eine völlig normale Technik, die andere Länder mit mehr Zugang schon seit Jahrzehnten machen. Also Italien, Spanien, Frankreich, Belgien, auch skandinavische Länder, die haben schon lange solche Terminals. Wir haben es nur nie nötig gehabt und nie für nötig gehalten, weil wir ja das günstige russische Pipeline-Gas hatten, muss man ehrlich sein. Darum haben wir das hier nie gemacht und tun es eben jetzt, wo wir sozusagen die Not haben. Und wenn man dann mal schaut, wo kommt dann denn eigentlich das Flüssiggas her, auf das wir uns dann perspektivisch komplett verlassen werden, dann, das ist jetzt eine Karte oder eine Auswertung von 2020, da spielt Russland natürlich noch eine große Rolle. Aber wenn man mal schaut, USA spielt eine Rolle, Katar spielt eine große Rolle, Nigeria spielt eine große Rolle. Gut, USA sicherlich politisch hochverlässlich, glaube ich, muss man sich keine Gedanken drüber machen. Man muss sich nur über eins im Klaren sein, das ist Fracking-Gas. Also es ist Gas, was gefördert wird durch Technologien, die wir hier in Deutschland nicht wollen. So, wo wir politisch entschieden haben, Fracking kommt uns hier nicht ins Haus. Kann man jetzt denken, wie man möchte. Wir kaufen es aber im Moment, weil wir es brauchen. Also das tun wir schon. An der Stelle sind wir dann nicht ganz so moralisch. Dann machen wir das. So, wo könnten wir noch Gas herbekommen? Ja, aus Katar, hier so aus afrikanischen Staaten. Überlasse ich Ihnen einzuschätzen, wie sicher, wie verlässlich Partnerschaften an der Stelle sind. Da mag sich jeder selbst seine Gedanken machen. Dafür bin ich dann jetzt auch zu wenig politisch bewandert, um sagen zu können, die sind hochverlässlich oder nicht. Mag ich nicht einzuschätzen. Nur klar muss sein, wir werden einfach eine Verschiebung von Abhängigkeiten haben, dauerhaft. Eine Verschiebung von Abhängigkeiten, die wir heute, die wir in der Vergangenheit von Russland hatten, dann eben hin zu anderen Ländern. Gut, das zum Thema LNG. Ja, also das
sollte so ein kleiner Einblick sein, wo kommt das Gas eigentlich her, was verschiebt sich gerade, was ist perspektivisch sozusagen der nächste Schritt. Und dann können wir jetzt mal ein bisschen auf die aktuelle Situation gucken, die wir gerade haben. Und da gibt es eine wunderschöne Seite der Bundesnetzagentur. Da kann man praktisch täglich ins Cockpit gucken und sieht im Internet, dann sind wir eigentlich im Moment sicher unterwegs oder sind wir es nicht. So, und wenn man da hinschaut, dann haben wir hier, ist so dargestellt, Temperaturprognose, wie ist der Gasverbrauch, wie sind die Speicherfüllstände, wie ist die Situation in Nachbarländern, wie kommen wir an Regelenergie? Und da sehen Sie, der Zeiger liegt fast immer links bei stabil. Das heißt, so gefühlt könnte man erstmal sagen, müssen wir uns im Moment keine Sorgen machen. Gibt es auch immer so eine Aussage, so ein bisschen zusammen geschrieben, wie ist das gerade? Interessant ist, wir haben so ein Alarmstufensystem. Und die sogenannte Alarmstufe, das ist die zweite Stufe von dreien, gehe ich gleich nochmal ein bisschen detaillierter darauf ein, die haben wir am 23. Juli 2022 ausgelöst und die ist noch nicht zurückgenommen. Also wir befinden uns, was die Gasversorgung angeht, aus Sicht der Bundesregierung immer noch in der sogenannten Alarmstufe. Zusammengefasst aber, die Gasversorgung ist stabil, Versorgungssicherheit ist gewährleistet und wenn wir einen normalen Winter vor der Brust haben, einen normalen Winter, ich glaube, der letzte Winter war ziemlich warm. Der hat uns übrigens auch extrem geholfen, muss man ganz offen so sagen. Das Sparverhalten der Leute hat, der Menschen hat geholfen, ganz klar. Lag natürlich auch daran, weil alles teuer war, dann spart man auch. Aber ganz am Ende sind wir so entspannt durch den letzten Winter gekommen, trotz all der Androhungen und all der Diskussionen, weil es einfach unglaublich warm war. Wir brauchten einfach nicht so viel Gas zum Heizen. So, hätte auch anders aussehen können. Und wir haben jetzt aufgrund der Speicher und der Tatsache, dass wir Zugang zu LNG haben, haben wir eine deutlich bessere Ausgangslage als im letzten Winter. Aber trotzdem gibt es noch ein paar Restrisiken, komme ich gleich nochmal drauf, die muss man im Auge behalten. Sprich, ein sparsamer Gasbedarf, Verbrauch bleibt weiterhin wichtig. Ja, unsere Speicher sind im Moment über 100% voll. Da fragt man sich auch, 100%, kann man doch, mehr geht doch eigentlich gar nicht. Ja, das ist eine bestimmte Einschätzung der technischen Kapazität eines Speichers, aber tatsächlich kann man die sogar überbefüllen. Und wir sind im Moment sogar in einer leichten Überbefüllung, von daher 102,5%, also wirklich sehr, sehr entspannt die Situation an der Stelle. Und mit unserem Gasverbrauch in der 45. KW als ein Beispiel sind wir auch unter dem Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021. Das mag mehrere Gründe haben. Das hängt natürlich mit sparsamem Verhalten zusammen, mag aber auch schon damit zusammenhängen, dass mehr und mehr Menschen weg von der Gasheizung hin zur Wärmepumpe gehen. Das spürt man ja auch. Das hat natürlich auch Auswirkungen, das spüren wir auch als Unternehmen. Also das ist schon deutlich. Ja, die Großhandelspreise sind leicht gestiegen, da gehe ich nachher nochmal ein bisschen drauf ein. Also das ist eine tägliche Zusammenfassung, die können Sie sich täglich bei der Bundesnetzagentur im Internet angucken und dann wissen Sie, ob Sie entspannt in den Tag gehen können oder ob Sie sich Sorgen machen müssen, dass es abends kalt wird. Nehmen Sie mich bitte nicht so ernst, wenn ich sowas sage. So, da fehlen jetzt leider auch wieder die Achsen. Tja. Das ist der temperaturbereinigte Gasverbrauch, auch seit Anfang diesen Jahres, den Sie hier sehen. Ja, kann man sich denken, das ist irgendwie der Winter hier und das ist der Sommer, diese typische Badewannenkurve, die man dann immer so sieht. Und hier oben, diese helle Linie, ist ein Referenzjahr. Und dann hat man gesagt, alles, was 20% unter dem Referenzjahr liegt, das bezeichnen wir als stabil. Das ist hier das blaue Feld. Und alles, was 10% von 10-20% in einem Referenzjahr liegt, das bezeichnen wir als angespannt. Das ist hier dieses Beige hier in der Mitte. Und wenn Sie dann die schwarze Linie sehen, das ist der tatsächliche Verbrauch, den wir seit Anfang des Jahres haben, dann sehen Sie, dass wir uns eigentlich permanent in diesem Bereich angespannt an der Grenze zu stabil bewegen. Also man spürt schon, die Menschen brauchen weniger Gas als in der Vergangenheit. Gut, und verhalten sich entsprechend. Und das ist auch sinnvoll. Und da, auch wenn wir gerne Gas verkaufen als Stadtwerke Schaumichlippe, appelliere ich auch gern, sparen Sie bitte weiter. Es hilft nicht nur der Umweltwelt, sondern es hilft natürlich auch einer sicheren Versorgung. Dann gucken wir mal auf unsere Speicher, die wir hier in Deutschland haben. Sie sehen hier nochmal dargestellt,
Den circa Gasverbrauch, jetzt dargestellt in Milliarden Kubikmetern, das können Sie aber, ich hatte ja vorhin gesagt, das sind so 800 bis 1000 Terawattstunden und diese, ich sag mal, diese 90 Milliarden Kubikmeter, die entsprechen etwa 950 Terawattstunden. Unser Speichervolumen liegt bei etwa 230 Terawattstunden, 230 bis 250 Terawattstunden. Das heißt, wir sind in der Lage, etwa ein Viertel der Energie, die wir hier benötigen, einzuspeichern und zu bevorraten. Aber, das haben Sie eben in dieser Badewannenkurve ganz gut gesehen, der Gasbedarf ist natürlich nicht konstant übers Jahr. Und ich habe mal rausgesucht, wie war der Verbrauch im Januar und Februar 22. Das waren so über den dicken Daumen 230 TWh. Das heißt, in unsere Speicher passt der Verbrauch von Januar und Februar. Also wenn wir keine Lieferungen von außen bekämen, könnten wir mit diesen Speichern 2 normale Monate im Winter durchhalten. Vielleicht auch mal so ein Gefühl dafür, was die Speicher können. Und eigentlich sind die Speicher ja auch gar nicht dafür da, eine nationale Reserve zu bilden. Das machen wir zwar heute so, weil es jetzt gut ist, dass wir sie haben, aber gebaut und betrieben wurden die eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren für ganz andere Dinge. Die sind nämlich eigentlich zu einer wirtschaftlichen Optimierung gebaut worden. Die sind ja auch, sie konnten ja sozusagen als Unternehmen, konnten sie ja Speicherkapazitäten anmieten, die nutzen und konnten damit Geld verdienen, indem sie einfach am Markt geguckt haben, wann ist Gas günstig, wann ist Gas teuer. Und dann haben sie einfach natürlich zu günstigen Zeiten eingekauft, den Speicher beladen und zu teuren Zeiten haben sie entladen. Und das war eigentlich die letzten 10, 15 Jahre die Bedeutung der Speicher, sie wirtschaftlich zu betreiben. Na, Sie wissen ja auch, einige dieser Speicher wurden von der Gazprom, also auch von einem russischen Staatsunternehmen hier bei uns betrieben, gerade unser Großer in Reden zum Beispiel. Und da ging es ausschließlich um das Thema wirtschaftliche Optimierung, wirtschaftlicher Betrieb und gar nicht so sehr um das Thema Versorgungssicherheit. Das hat sich jetzt natürlich umgekehrt und darum hat der Staat mittlerweile auch den Zugriff auf diese Speicher und kann eben auch im gewissen Rahmen über Beladung und Entladung der Speicher entscheiden und gibt ja auch bestimmte Grenzen vor, wann ein Speicher wie beladen sein muss. Zum Beispiel, dass eben unsere Speicher in Deutschland zum 1.2. eines Jahres immer noch mit 40% beladen sein sollen. Oder wenn es um das Beladen geht, dass halt zum 1.9. 75%, zum 1.10. 85% und zum 1.11. 95% in den Speichern sein müssen. Jetzt muss ich die Grafik auch wieder ein bisschen erläutern, weil die Achsen fehlen. Also Sie sehen hier unten auch wieder das Jahr, allerdings jetzt nicht von Januar bis Dezember, sondern verschoben aufgetragen. Kann man sich ja vorstellen, da wo die Kurven hoch sind, das muss der Winter sein mit dem hohen Verbrauch. Das heißt, das beginnt, glaube ich, hier, wenn ich das in Erinnerung habe, irgendwie im April und endet hier sozusagen im März die Achsen. Und dann sehen Sie hier den Speicherverlauf im aktuellen Jahr. Das ist hier diese orange Linie. Und das, ich hatte es ja eben erwähnt, wir sind bei über 100%. Das ist also oberer Anschlag, wo wir uns hier gerade befinden. Und Sie sehen hier das letzte Jahr. Im Grunde genommen konnten Sie schon sehen, dass wir im letzten Jahr auch alle Ziele erfüllt haben, was die Speicherbeladung angeht, aber durchaus weniger Speicherfüllstände hatten unterjährig, als wir in diesem Jahr haben. Das macht natürlich zuversichtlich. Und in Grau hier hinterlegt sehen Sie das Mittel über die letzten 5, 6 Jahre, sowohl das Maximum, das sehen Sie hier oben, wie auch das Minimum. Und was ganz interessant ist, wenn man sich mal die Speicherverläufe aus 21 anguckt, also bevor die Krise ausgebrochen ist. Ich kann mich da noch genau daran erinnern, dass wir im Aufsichtsrat auch über Preisentwicklung diskutiert haben. Da war noch nichts von Ukraine zu erkennen. Und trotzdem gingen die Preise plötzlich nach oben. Das war auch der Moment, als so Gas.de und Ähnliche sich plötzlich aus dem Markt verabschiedet haben, die ersten Kunden so in die Grundversorgung gespült wurden und die Preise am Markt plötzlich anzogen. Und dann zu dem Zeitpunkt waren die Speicher relativ leer. Und dann haben wir uns ja auch gefragt, wie kommt das? Warum sind die Speicher eigentlich so leer? Und klar, wir haben natürlich gute Argumente gefunden. Energiewirtschaft guckt sich das an, sagt, naja, Konjunktur in Asien zieht an. Das heißt, wir kriegen nicht so viel Gas aus Russland zum Befüllen. Das muss jetzt nach Asien, weil die sind konjunkturell da gerade ganz gut unterwegs und brauchen das. Und das zieht auch die Preise an.
hat man ganz entspannt so hingenommen. Ich glaube, heute wissen wir, dass das Kriegsvorbereitung war. Also ich glaube, das war sehr klar, dass Putin schon zu dem Zeitpunkt dafür gesorgt hat, dass unsere Speicher leerer sind als sonst. Vielleicht auch wieder ein bisschen naiv gewesen. Also muss ich ja zugeben, manche Dinge erkennt man halt später. Na, das ist relativ schön auf diesen Grafiken zu erkennen, im Grunde genommen, wie leer die Speicher vor der Krise waren und dass das sicherlich sehr bewusst so war. Aber wie gesagt, schauen wir drauf, sieht gut aus, gut gefüllte Speicher, randvoll, gibt einem erstmal eine gute Sicherheit für den vor uns liegenden Winter, hilft. Ja? So. Ja, das tut mir so leid, es ist ganz schwierig, Ihnen das zu erklären, was man da sieht, wenn man nur die Hälfte sieht. Also tut mir wirklich leid. Das ist eine Analyse, eine Szenariobetrachtung. Ich werde Sie jetzt mit zwei Szenariobetrachtungen konfrontieren oder Ihnen zeigen. Das ist eine des Energiewirtschaftlichen Instituts in Köln, wo man einfach geguckt hat, wie glauben wir, wie kommen wir durch die Winter? Ja, ich überlege wirklich, ob ich Ihnen das überhaupt erklären kann, weil, also das ist hier der Füllstand der Speicher zu Beginn des Jahres 23. Dann sehen Sie hier im Grunde genommen so Importmengen und Verbräuche und Exportmengen, könnten Sie sehen, wenn es erkennbar wäre, aus den verschiedenen Ländern. Sie sehen dann hier praktisch wiederum den Gasverbrauch. Was das hier war, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ach so, das ist der Export in andere Länder, genau. So dass wir eben, wenn wir einen Normalverbrauch hier haben im Winter, wir auch wieder in das Jahr 24 mit einem vernünftigen Füllstand starten werden. So, und dann hat man geschaut, okay, wir sehen in nächstes Jahr die Importe nach Deutschland aus. Und da haben wir ein paar Verschiebungen. Wie gesagt, LNG wird einen größeren Anteil haben. Das ist, glaube ich, dieser Block hier 269 im Vergleich zu den 120, die Sie links sehen. Und hier oben, das ist, glaube ich, der Import aus Holland und Belgien. Der wird etwas geringer ausfallen als im Vorjahr. Aber letztendlich werden wir, wenn der Verbrauch in diesem Winter in 24 vergleichbar ist und auch die Exportmengen vergleichbar sind, werden wir auch locker durch das Jahr 24 kommen. So die Einschätzung des Energiewirtschaftlichen Institutes zu Köln. Wobei hier dieser Verbrauch mit, ich glaube, 890 steht da dran, mit 890 Terawattstunden eben eher ein normales Jahr ist und kein besonders kaltes Jahr. Das ist vielleicht nochmal da zu erwähnen. Jetzt gibt es auch ein ganz aktuelles Szenario oder eine ganz aktuelle Szenariobetrachtung für diesen Winter von der Bundesnetzagentur, also von unserer Bundesregierung in Zusammenarbeit mit dem BMWK. Und da habe ich vor, um das vielleicht ein bisschen zu verstehen, was da überlegt wurde, habe ich nochmal eine Grafik mitgebracht, die ist auch schon etwas älter, mit den russischen Pipelines. Also Sie sehen hier oben die beiden Nord Stream Pipelines, die grüne, die in Betrieb war, und die gelbe, die ja praktisch fertig war, aber nicht mehr in Betrieb gegangen ist. Die gibt es ja nicht mehr, beziehungsweise sie haben ein Loch, also die werden ja nicht mehr genutzt. Die sind hier aber noch dargestellt. Aber was eigentlich ganz wichtig ist, ist dieser Pipeline-Block, den Sie hier sehen, der russisches Erdgas durch die Ukraine nach Europa transportiert. Nicht für uns hier nach Deutschland, aber es gibt noch viele südosteuropäische Länder, die nach wie vor noch relevante Mengen aus Russland beziehen. Österreich gehört übrigens auch dazu. Also Österreich hat nach wie vor einen relevanten Anteil seines Gasbezugs aus Russland. So, und jetzt muss man sich natürlich fragen, wie stabil ist eigentlich dieser Erdgastransport durch die Ukraine? Auch da, der hohe Wille, so habe ich es zumindest immer verstanden, Russlands, die Nord Stream Pipeline, die zweite in Betrieb zu nehmen. Ich meine, Sie können sich erinnern, das ging viel hin und her. Wird die überhaupt in Betrieb genommen, wird sie nicht in Betrieb genommen? Letztendlich ist sie dann ja fertiggestellt worden. Die Amerikaner haben ja sehr stark dagegen gearbeitet damals.
ist sicherlich so, dass auch das schon der Plan Russlands war, die Gasversorgung hier sozusagen ohne ukrainischen Boden berühren zu müssen, die Gasversorgung für Europa und insbesondere für Deutschland sicherzustellen. Das war sicherlich die Überlegung, weil natürlich bekommt die Ukraine für diese Durchleitung auch Entgelte, Transitentgelte. So, und da ist natürlich die Frage, wie lange wird das noch funktionieren? Und man muss sicherlich das Szenario betrachten, dass demnächst kein Gas mehr durch die Ukraine geleitet wird, einfach weil es Russland nicht mehr tut, weil sie auch nicht mehr möchten, dass Mittel in die Ukraine fließen an der Stelle. Und das hätte natürlich durchaus in Europa Verwerfungen zur Folge, wo man dann wieder nach Deutschland gucken würde und sagen würde, könnt ihr uns nicht ein bisschen mehr Erdgas abgeben aus euren Speichern und sozusagen aus euren LNG-Terminals? Also sprich, man darf da nicht nur deutsch denken, sondern muss europäisch denken. Und das mag diesen Winter noch zusätzliche Impulse bringen, die wir im Moment so noch gar nicht sehen. Und darum gibt es diesen Modellierungsansatz, den ich hier mal dargestellt habe. Also auch das können Sie alles nachlesen auf den Seiten der Bundesnetzagentur. Das habe ich auch nicht selber gebaut, sondern nur gefunden. Also man hat einfach mal eine Grundannahme getroffen. Wir haben ein Kaltjahr. Wir haben einen ganz normalen temperaturabhängigen Import-Export, den wir üblicherweise mit unseren benachbarten Ländern haben. Und wir haben eine LNG-Auslastung bei 50%. Also wir nutzen unsere Terminals zu 50%. Vorhin, ich weiß gar nicht, ob Sie es gesehen haben, auf der Folie für die LNG-Terminals war auch die aktuelle Auslastung drauf. Tatsächlich in diesem Jahr erst bei 30%. Also wir selbst die wenigen, die wir haben, nutzen wir gar nicht so, wie wir sie nutzen könnten, weil wir es gar nicht brauchen. Weil die Speicher so randvoll sind, wir kriegen da gar nichts mehr rein. Darum werden die gar nicht so genutzt, wie sie eigentlich genutzt werden können. So, also das ist die Grundannahme. Und dann hat man zwei Szenario-Bäume aufgemacht. Einmal den Baum A und den Baum B. Im Baum A geht man davon aus, wir reduzieren den Verbrauch nochmal um 10%, weil die Bürger sparsam bleiben. Oder im Baum B hat man gesagt, der Verbrauch bleibt so, wie er ist, keine Einsparung. So, und dann hat man gesagt, okay, das ist das normale Szenario 1b, alles läuft so weiter, wie es ist, wir reduzieren nicht den Verbrauch. Dann hat man 2b, und das habe ich jetzt extra mal rot eingerahmt, oder auch 2a, da hat man gesagt, wir erhöhen die Exporte an unsere Nachbarländer um circa 20 Gigawattstunden pro Stunde, also das ist eine Leistungsangabe. Ja? Und alternativ machen wir so ein Szenario 2c. Das heißt, wir fahren dann auch noch unsere LNG-Terminals von 50% auf 90% hoch, also beziehen mehr LNG. Und dann hat man nochmal ein Szenario 3 eingefügt, wo man noch gesagt hat, naja, auch 90% LNG. Und zusätzlich gehen wir davon aus, dass durch den Transport in andere Länder und die Belastung der Netze womöglich an einigen Stellen auch der Import nach Deutschland eingeschränkt ist und wir nicht mehr mit den Leistungen importieren können, wie wir eigentlich planen. Also man hat im Grunde genommen einfach mal so ein bisschen Szenario-Betrachtung gemacht. Was heißt denn das eigentlich? So, und das finde ich ganz interessant. Wenn wir jetzt mal auf die Ergebnisse gucken, dann sieht man, bei vielen Szenarien sind wir eigentlich sehr entspannt. Aber es gibt eben ein kleines Restrisiko. Das nennt die Bundesnetzagentur auch tatsächlich so. Es gibt ein Restrisiko und das sehen wir eben hier in diesen Szenarien 2b, 3b. Darum sind die auch gelb gekennzeichnet. Da würden wir dann unsere Speicher, Sie sehen es hier, Speicher zum Ende des Winters sind alle irgendwie noch bei 17%, 23%, also gut gefüllt. Aber in diesen beiden Szenarien, wenn wir also wirklich Gas abgeben müssten, in benachbarte Länder, weil der Transit durch die Ukraine nicht mehr stattfindet, dann wird es enger. Also dann haben wir wirklich nur noch Kleinstmengen in unseren Speichern, hier mit 2%, mit 5% und das eben bei einem normalen Kaltjahr. Also dann darf nicht noch irgendein besonderes Ereignis obendrauf kommen. So, das vielleicht so ein bisschen, wenn mal jemand fragt, ist unsere Erdgasversorgung im Moment sicher oder nicht. Das finde ich sehr speziell, habe ich auch bewusst heute für diese Veranstaltung mal rausgesucht. Das ist also nichts, was ich normalerweise erzähle, aber ich glaube, ich habe die Einladung so verstanden, dass das auch die Themen sind, nach denen Sie fragen und die Sie interessieren. Ne? Hier links ist dargestellt, wie die Speicherverläufe sind in den verschiedenen Szenarien. Das sind also die Szenarien, die Sie hier links sehen. Und die gestrichelte Linie ist diese 15%-Linie. Rein geologisch sollten wir unsere Speicher nicht unter 15% entladen. Das ist eine geologische Vorgabe. Gerne direkt eine Frage dazu, wenn Sie. Aber warten Sie gerade aufs Mikrofon. Ich glaube, dann ist es einfacher.
Dankeschön. Ganz kurz zum Verständnis, Fehlmenge, rechtes Szenario ab 0602. Ja. Was heißt 0602? Ab 0602. Ist das der 6.2.24? Das ist der 6.2.24, ganz genau. Ach. Ja, genau. Mhm. Also ab da haben wir dann wirklich eine Fehlmenge. Das ist dann so. Aber wie gesagt, da muss ja schon echt einiges zusammenkommen. Kaltjahr, und eben dieses Thema, wir unterstützen unsere Nachbarn. So. Aber ist ja nicht auszuschließen. Ich glaube, man muss einfach nicht nur deutsch, sondern europäisch denken an dieser Stelle. Definitiv. Ich glaube, dazu wird Herr Horstmann ja noch viel mehr sagen, wenn es um Strom geht. Das ist noch viel europäischer als Gas. Gut, und wie gesagt, diese 15%-Marke, das ist eine geologische Aussage, dass man sagt, man sollte unsere Speicher nicht unter 15% entladen, weil wir dann mal gucken müssen, wie die sich dann verhalten. Aber es ist auch ein sehr theoretischer Wert, der errechnet wurde. Tatsächlich ist vielleicht auch eine weitere Entladung möglich. Das weiß man eben gar nicht so genau, weil man es noch nie gemacht hat. Aber wahrscheinlich wird es gehen. So. Okay. Angenommen, wir kämen in so eine Situation, was würde denn dann passieren? Was würden wir in Deutschland tun? Also, dass doch das Erdgas knapp wird. Das haben wir im letzten Jahr viel intensiver diskutiert als in diesem Jahr. Und wir haben schon lange eine Systematik dafür. Und das sind die sogenannten Warnstufen. Das hat man aber mal eingeführt, gar nicht vor dem Gedanken und dem Hintergrund, dass vielleicht mal irgendwann wir keine Gasimporte mehr bekommen. Sondern man hat es mal eingeführt, weil man irgendwann gesagt hat, okay, wenn wir Störungen im Netz haben an bestimmten Stellen, wie gehen wir dann damit um? Also das ist eigentlich eine uralte Verordnung, die wir schon ewig in Deutschland haben. Die hatte aber eigentlich einen anderen Sinn als das, wofür wir sie mittlerweile nutzen. Und wir haben so eine Dreistufigkeit, diese sogenannten Stufen, also die Frühwarnstufe, Alarmstufe und Notfallstufe wird ausgerufen vom BMWK in Zusammenarbeit mit der Bundesnetzagentur, also die würden das festlegen. Wir haben eine Gasmangellage und wir müssen jetzt eine bestimmte Stufe auslösen. Tatsächlich haben wir zwei dieser Stufen ausgelöst, habe ich vorhin ja schon mal gesagt. Die Frühwarnstufe am 30.03.22, also kurz nach Beginn des Ukraine-Konfliktes, und die sogenannte Alarmstufe seit dem 23.07.22, die ist auch bis heute nicht zurückgenommen. Die besteht im Moment noch. Was heißt das? Bei der Frühwarnstufe hat man eben erste Hinweise, dass es zu einer Verschlechterung der Gasversorgungslage kommt. Man richtet bestimmte Stäbe ein, in denen man kommuniziert. Man spricht über die Dinge, beobachtet die Dinge etwas aufmerksamer, als man sonst tut. Das passiert in der Frühwarnstufe. So, in der Alarmstufe sagt man sich, okay, wir haben eine Störung der Gasversorgungslage. Also es droht Gefahr. Aber wir glauben noch, dass die Marktmechanismen das regeln. Also einfach durch erhöhte Preise, Entladung von Speichern, Sparverhalten der Bürger, weil es einfach teurer wird, Industriebetriebe, die vielleicht ihre Produktion drosseln, weil ihnen einfach das Produzieren zu teuer wird. Da geht man davon aus, da sind wir noch in so einer Phase, dass sich das selber regelt. Und muss man ehrlich sein, so sind wir ja auch durch den letzten Winter gekommen. Es musste ja kein staatlicher Eingriff erfolgen, sondern es hat ja im Grunde genommen von allein funktioniert. Und dann haben wir eben noch die sogenannte Notfallstufe, die wir glücklicherweise bisher nicht gebraucht haben und die wir auch noch nie ausgerufen haben. Möchten wir eigentlich auch gar nicht so gerne, weil ob das dann wirklich alles so funktioniert, muss man dann mal schauen. Das heißt, wir haben dann eben eine erhebliche Störung und marktbasierte Maßnahmen rechnen wir nicht mehr aus und es muss eingegriffen werden. So. Und dann wird die Bundesnetzagentur zum sogenannten Bundeslastverteiler und entscheidet dann, wie wir Gas zuteilen. Ich sage das mal so ganz offen, also wie wir die Last verteilen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, und zwar über Verfügungen. Einmal die sogenannte Individualverfügung und die Allgemeinverfügung. Gehe ich noch mal ein bisschen detaillierter jetzt in der nächsten Folie drauf ein. Im unteren Bereich, das Thema Allgemeinverfügung, sehen Sie das, was wir auch schon immer hatten. Gehe ich gleich drauf ein. Im oberen Bereich, da sehen Sie die sogenannte Sicherheitsplattform Gas, die im letzten Jahr neu eingerichtet wurde. Also die hat man als Folge der Krise neu eingerichtet. Man hat sich dann nämlich mal gefragt, wenn wir abschalten müssen, wenn wir Lasten reduzieren müssen, wo tun wir das denn eigentlich? Wie gesagt, es gab immer schon im Grunde genommen eine klare Regelung, wo man unterschieden hat zwischen geschützten Kunden und ungeschützten Kunden. Die schalten wir dann einfach ab.
Aber ob dieses Abschalten einfach so funktioniert und ob man auch die richtigen erwischt, das ist nicht so einfach. Und darum hat man sich überlegt, lasst uns doch mal hingucken, wo wird eigentlich das meiste Erdgas in Deutschland verbraucht. Und dann hat man diese sogenannte Sicherheitsplattform eingerichtet, in der sämtliche Unternehmen, die eine Leistung haben, einen Leistungsbedarf von größer 10 MWh pro Stunde. Die hat man dort erstmal aufgenommen, hat sich die genau angeguckt. Was machen die eigentlich mit dem Gas? Wie wichtig sind die für Deutschland? Ja, produzieren die Coca-Cola? Können wir die abschalten, obwohl es ja Lebensmittelindustrie ist? Oder produzieren die vielleicht Glasampullen für Corona-Impfstoffe? Dann können wir die natürlich nicht abschalten. Also man hat einfach gesagt, wir gucken mal genau hin, was tun die eigentlich? Und das ist auch ganz interessant. Also wir haben mal kurz bei uns geguckt, ob es hier in Schaumburg-Lippe an unserem Gasnetz einen solchen Kunden gibt. Gibt es nicht. Also das sind schon echt große Kunden, über die wir hier gerade reden. Es könnte sein, dass ADAC in Obernkirchen dazugehört. Die hängen aber nicht an unserem Gasnetz. Von daher kann ich dazu keine Aussage machen. Also die könnten dazugehören. Das weiß ich aber nicht genau. Aber das ist schon so über die Dimension, über die wir reden. So, und das sind in Deutschland circa 2500 Kunden. Und die haben tatsächlich 45% des Gasverbrauches. Also das finde ich schon spannend, dass so eine kleine Anzahl von Kunden diesen unglaublich hohen Gasverbrauch verursacht. Und dann macht es natürlich Sinn, sich auch mal intensiv mit diesen Kunden zu beschäftigen, mit denen in Kommunikation zu gehen, um auch mal zu wissen, wie adressiere ich die eigentlich, wie spreche ich die an? Das hat man in der Vergangenheit so gar nicht geregelt. Um dann zu sagen, okay, wenn wir jetzt Last vom Netz nehmen müssen, dann sprechen wir eine sogenannte Individualverfügung aus, und zwar genau für diese Unternehmen, wo wir vorher hingeguckt haben, dass wir die abschalten können, ohne dass wir hier in Deutschland ein massives Problem haben. So, ne? Weil wir vielleicht denjenigen, der Arzneimittel produziert, jetzt nicht abschalten wollen oder der wichtige Lebensmittel produziert. So, das ist neu und ist eine Möglichkeit, die man dann hat, regulierend einzugreifen und damit die Gasversorgung zu stabilisieren. Soll so gut 72 Stunden vorher angekündigt werden, bevor dann sozusagen die Produktion an den Stellen runtergefahren werden kann. Darüber hinaus haben wir eben noch die Regelung aus der Vergangenheit, die nach wie vor auch Gültigkeit hat. Und das ist dann eben eher die Allgemeinverfügung. Dann würde der Bundesnetzlastverteiler eben einfach anordnen, wir müssen ratierlich in bestimmten Bereichen den Gasabsatz reduzieren. Und dann würde er über den vorgelagerten Netzbetreiber hin zum lokal zuständigen Netzbetreiber zu uns auch sagen, hör mal, du musst Leistung reduzieren. Und dann würden wir halt einfach auch bei kleineren Kunden entscheiden, also die, die nicht geschützt sind. Also da gibt es eine sehr genaue Differenzierung zwischen nicht geschützten Kunden und geschützten Kunden. Müssen wir auch mal hingucken. Geschützte Kunden sind erstmal alle Haushaltskunden. Das heißt, die meisten von Ihnen hier wären davon nicht betroffen. Sie können wir gar nicht abschalten oder wollen wir auch gar nicht. Nicht geschützt sind in der Regel alle RLM-Kunden. Das sind Kunden, die über eine bestimmte Form der Messung, der Gasmessung verfügen. Ich sage mal so Kriterien, Größenordnung 1,5 Millionen Kilowattstunden Verbrauch pro Jahr und eine Leistung von größer 500 kW. Das ist so eine Grunddefinition für RLM-Kunden in der Regel. Passt nicht genau, aber so grob. Die sind grundsätzlich erstmal nicht geschützt, sofern sie eben nicht aus anderen Gründen zu den geschützten Kunden gehören. So, geschützt sind hier also grundlegende soziale Dienste, das heißt Krankenhäuser, Pflegeheime und so, die können sie natürlich nicht abschalten. Erfreulicherweise kann ich Ihnen sagen, die Bundeswehr gehört auch zu den geschützten Einrichtungen, die kann man auch nicht abschalten. Polizei gehört auch dazu, das sind nämlich alle, die unter die hoheitlichen Aufgaben fallen. Und auch Fernwärmeanlagen, sofern geschützte Kunden daraus beliefert werden. Heißt also, wenn es zu dieser Allgemeinverfügung gekommen wäre, hätten unsere Mitarbeiter auch losfahren müssen und hätten RLM-Kunden abschalten müssen. So, ja, keine Ahnung, was mit so Bauerngut oder so. Also ich will jetzt nicht falsch verstanden werden, aber das, wenn man so guckt, das wären dann erstmal formal nicht geschützte Kunden. Und das haben wir auch wirklich diskutiert im letzten Jahr. Wie macht man das dann eigentlich? Fährt dann ein Mitarbeiter von uns hin und klingelt und sagt, ich drehe jetzt mal deinen Gashahn ab? Das ist so. Und wir haben auch das Erste, was wir gesagt haben, alles muss sauber dokumentiert werden. Nirgendwo fährt jemand alleine hin, sondern man fährt grundsätzlich zu zweit, weil man kann sich ja vorstellen, dass das auch keiner so gerne hat, wenn einer vor Tür steht und sagt, übrigens, ich drehe jetzt mal dein Gas ab. Und wir haben natürlich auch mit der Kreispolizeibehörde gesprochen und auch da, klar, wären wir dabei, wenn diese Verfügung ausgesprochen worden wäre, unterstützt worden, einfach um auch Sicherheit für die Mitarbeiter zu haben. So, ja, ich merke, ich brauche meine Zeit doch, ne, heute. Ich habe gesagt, ich brauche nur eine halbe Stunde, stimmt nicht. Das
Ist so. Sagen Sie mir Bescheid, wenn es Ihnen zu viel wird, dann höre ich einfach auf. Also, das wären die Maßnahmen, die man dann ergriffen hätte. Wir hoffen mal, dass wir das nicht brauchen. Aber so würde man dann eben versuchen, die Gasversorgung zu stabilisieren. Und was man auf keinen Fall will, vielleicht nochmal so technisch erläutert, dass wirklich jeder einzelne Haushalt kein Gas mehr hat. Weil wenn das so wäre, also wenn wirklich die Gasversorgung in den Haushalten abgestellt werden müsste oder eben einfach kein Gas mehr da wäre, die wieder in Betriebnahme in jedem einzelnen Keller, die wäre so unvorstellbar aufwendig, wir würden Monate dafür brauchen, um das wieder herzustellen. Einfach weil ihnen Ressourcen fehlen. Sie müssen in jeden Keller mit Mitarbeitern, sie brauchen Installateure, um so eine Gasanlage wieder in Betrieb zu nehmen. Also da sollten wir alles tun, dass wir das nicht müssen, sage ich Ihnen ganz offen. Gut, da ist noch mal ein bisschen was zu geschützten Kunden, das lasse ich mal weg und komme mal noch so ein bisschen zum Thema Verfügbarkeit und Bezahlbarkeit. Das finde ich auch ganz spannend. Da hat man mal geschaut, das ist jetzt auch ganz gut zu erkennen, oder so einigermaßen zumindest, da hat man mal geschaut, wie glauben wir denn, dass sich zukünftig in Europa die Gasherkunft so verändert? Ne? Sie sehen hier die Liefersituation in 22. Hier unten ist noch Russland drin, das dicke Rote. Hier dieser große Block, der ist Norwegen, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Und immer wenn es so gekrisselt ist hier, was Sie sehen, das ist LNG. Und immer wenn es nicht gekrisselt ist, dann ist das Pipeline-Versorgung. Ja, aber das ist jetzt nicht Deutschland, sondern das ist jetzt Europa, nochmal ganz wichtig. So, und dann hat man auch hier mal so zwei Szenarien aufgemacht. Einmal so, das Bau steht für Business as usual, das heißt, der Gasverbrauch bleibt so, wie er ist. Dann, klar, hat Norwegen eine hohe Bedeutung. Und wenn man hier sieht, dieser große gekrisselte Block hier ist USA. Das heißt, dann werden wir in Europa schon einen ganz wesentlichen Teil des Gases aus den USA bekommen. Ich glaube, das hier oben ist LNG aus Katar, was man hier sieht. Andere Alternative, es passiert das, was wir politisch wollen. Wir haben ein Net-Zero-Emission-Szenario. Das heißt, wir brauchen deutlich weniger Erdgas, weil wir grüner werden wollen und weil wir alternative Energiequellen nutzen. Das heißt, wir haben eine erhebliche Reduzierung bis 2030. Dann spielt Amerika oder USA eine relativ untergeordnete Rolle. Dann hat tatsächlich hier der große Block, wird dann nach wie vor Norwegen sein und gut natürlich auch Nordafrika, weil es eben schon so die südeuropäischen Länder bekommen durchaus auch Gas aus Nordafrika, was hier für uns nicht so eine Rolle spielt. Aber das sieht man schon, je nachdem, wie wir glauben, zukünftig Gas zu verbrauchen in Europa, davon wird schon abhängig sein, aus welchen Herkunftsländern unser Gas kommt. So, und das ist eine Grafik, eigentlich beschäftigt die mich in den letzten 2 Jahren intensivst, viel mehr als das ganze Technische, weil ich habe viel mehr mit Preisen zu tun als mit technischer Sicherheit. Und das zeigt Ihnen mal, also hier links auf der Achse aufgetragen sind Euro pro MWH, also Kosten für Gas. Und hier unten aufgetragen ist eine Zeitachse. Irgendwo hier rechts sind wir wieder im November 23 und hier links sind wir irgendwie vor Ausbruch des Krieges. Das müsste also der 1.1.22 sein, hier unten in der Ecke. Und wenn Sie heute Gas einkaufen, dann kaufen Sie das ja an der Börse. Also klar, wir haben einen Vorlieferanten, aber die Preisbildung erfolgt an der Börse. Und da sehen Sie mal, wie das Kalenderjahr 24 Erdgas an der Börse gehandelt wurde. So. Aktuell befinden wir uns hier, was Sie hier auch sehen können, ein 10-Euro-Sprung. Ja, also das sind etwa 10 Euro, die Sie hier sehen pro MWH. Das ist übersetzt 1 Cent pro Kilowattstunde, wenn ich von 10 Euro spreche. Das war der Sprung, den wir an der Börse hatten, als der Angriff der Hamas auf Israel stattgefunden hat. Also nur, dass Ihnen klar ist, so kleine politische, Entschuldigung, das nehme ich zurück. So politische Dinge haben solche Auswirkungen, sofort auch im Gaspreis. Und wir sind heute hier irgendwo in der Größenordnung, wie gesagt, von 50 Euro pro MWH, also 5 Cent. Das ist die nackte Energie, da kommt natürlich Netzentgelt und staatliche Umlagen und all das obendrauf. Und wir waren vor dem Krieg und auch, ich sag mal, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückschauen, nach 21 auf so ein Niveau von 25 Euro. Das ist auch immer so die Aussage, wir sind heute noch nicht wieder auf dem Niveau, wie wir mal waren vor dem Krieg. Kommen wir, glaube ich, auch nie wieder hin. Aber dann sehen Sie eben, wie so manche Dinge, also der Kriegsausbruch an sich aus heutiger Sicht hat das gar nicht so weit nach oben getrieben. Viel spannender war dann sowas wie die Wartung der Nord Stream 1, die Preise nach oben getrieben hat.
Dann diese massive Ankündigung eines Gaslieferstopps aus Russland. Das war die Explosion im Sommer, wenn Sie sich erinnern können, im Sommer 22, als dann in der Zeitung stand, Gaspreise verzehnfachen sich. Das ist genau das, ne? Das Niveau ist natürlich das Zehnfache von dem, das stimmt schon. Ist aber bei den Endkunden in der Regel ja nicht angekommen. Kann ich Ihnen gleich noch ein bisschen was zu sagen. Und im Grunde genommen zeigt das einfach, wie abhängig Preise von Weltpolitik oder von nationaler Politik und von Ereignissen sind, die stattfinden. Also eine extrem, obwohl die Produktionskosten ja gar nicht steigen, sondern es ist eben einfach Markt, der so funktioniert. So, wie gehen wir als Stadtwerk mit sowas um? Ja, wir kaufen unser Gas für das Jahr 24 oder 25 natürlich nicht an einem einzigen Tag. Es ist also nicht so, dass ich morgens aufstehe und sage, heute ist ein guter Tag zum Gas kaufen. Kaufe ich mal 100% fürs nächste Jahr, sondern wir fangen 2-3 Jahre vorher an. Also wenn wir über 24 reden, dann haben wir 20 schon angefangen, erste Gasmengen zu kaufen und kaufen die immer in kleinen Tranchen und Scheiben. So, und das heißt, wir kaufen günstige Tranchen, wir kaufen teure Tranchen und ganz zum Schluss wird dann Mischpreis raus. Und darum ist bei keinem unserer Kunden eine Verzehnfachung des Gaspreises angekommen. Also ganz und gar nicht. Die Stadtwerke Schaumburg-Lippe haben ihr Gas die ganze Zeit unter den sogenannten Preisbrennungen geliefert. Wir sind also immer unter 12 Cent geblieben. Und beim Strom auch immer unter 40 Cent, weil wir eben so eingekauft haben. Es gibt natürlich Discounter, die da ganz anders unterwegs sind, die sich am Kurzfristmarkt eindecken, die natürlich genau diese Preissprünge spüren. Die haben ihren Kunden eben einfach gekündigt und haben den Vertrieb eingestellt, haben gesagt, geh mal zu deinem Grundversorger, die Stadtwerke machen das schon gut und günstig für dich. Und die haben wir dann auch alle zugekommen, obwohl wir gar kein Gas für die hatten, weil wir hatten ja nur für die eingekauft, die wir vorher schon hatten. Das musste man dann teuer kaufen. Könnte ich jetzt Stunden drüber erzählen und mich aufregen, aber besonders, weil ich dann jetzt wieder in der Zeitung lese, wie genau die Verbraucherschützer, die damals gesagt haben, geht weg von den Discountern, geht hin zu euren zuverlässigen Stadtwerken, sagen jetzt, Grundversorgung könnte ein bisschen teuer sein, guckt doch mal am Markt, es gibt mittlerweile wieder günstige Discounter. Also klar, am Ende der Tage kann ich jeden Kunden verstehen, der muss gucken, wie er zurechtkommt. Aber so, da sehen Sie, da bin ich emotional an der Stelle. Ja, da werden wir immer gerne so ausgenutzt, wie wir gerade am besten passen mit unserer lang vorausschauenden Politik, die wir da betreiben, wenn es darum geht. Ja, das so ein bisschen zum Thema Preise. Ja, ich denke, es zeigt einfach, wie unglaublich beweglich dieser Markt ist. Und da werde ich Ihnen nur mal ein ganz bisschen was hier von dem das Mittlere erzählen. Also das hier Preisniveau vor der Krise, ne, so 15 bis 20 Euro pro MWH, also 1,5 bis 2,5 Cent. Wie gesagt, nackte Gasenergie. Das ist nicht das, was bei Ihnen im Keller ankommt. Sie müssen noch für Netzentgelte bezahlen, Sie müssen noch für CO2-Umlagen bezahlen, Sie müssen noch staatliche Umlagen, Bilanzierungsumlage und was da alles drauf kommt, kommt da alles noch drauf. Also nicht, dass Sie das mit Ihrem Gaspreis vergleichen, wenn Sie das hier sehen. Das funktioniert nicht. So, und dann haben wir hier oben ja das Niveau, im Grunde genommen, wo wir im Moment sind, irgendwo zwischen 40 und 50 Euro. Und das ist ganz spannend. Unser Preis, den wir hier in Europa oder in Deutschland hatten, das ist hier diese gelbe Kurve mit diesem extremen Ausschlag aus dem Sommer 22. Das haben Sie eben so ein bisschen entzerrt gesehen. Und hier unten, diese Linie, das ist der Gaspreis in den USA. Also USA liegt so bei 10 Euro, also 1 Cent. Das heißt schon vor der Krise weit unter den Preisen, die wir hatten und jetzt ganz weit entfernt. Also in den USA wird die Kilowattstunde Gas mit etwa 1 Cent gehandelt. Also ein Bruchteil von dem, was wir hier haben. Es hängt mit Fracking zusammen, einfach andere Gas im Überfluss ist da einfach so. Und jetzt ganz spannend, wenn man jetzt sagt, okay, wenn man dieses Gas, dieses Fracking-Gas aus USA nimmt, wenn man es verflüssigt, auf ein Schiff packt, hierher fährt, hier wieder regasifiziert mit all den Verlusten, die man hat. Auf was für ein Preisniveau kämen wir denn dann? Und dann landet man bei etwa 25 bis 30 Euro. Das heißt, rein, wenn man sich die Produktionskosten anguckt und den Markt in den USA, wäre es überhaupt kein Problem, in Europa dauerhaft ein Gaspreisniveau zu haben, was niedriger ist als das, was wir im Moment haben. Also rein technisch gesehen wäre das gar kein Problem. Aber gut, wir haben halt einen Markt und die Preise sind marktbestimmt. Aber die Aussage, oh, LNG ist so schrecklich teuer, was bedeutet das denn eigentlich langfristig für uns? Das kann man entkräften. Also da sind wir konkurrenzfähig. Und zum Beispiel Japan haben in der Vergangenheit immer so ein bisschen über uns gelegen, aber jetzt auch wieder unter uns. Japan hat ausschließlich LNG. Das ist hier diese rote Kurve, die Sie hier sehen. So, ja, das ist so ein bisschen, das ist auch ganz spannend.
auch mit ganz wenigen Worten gerade noch erzählt, hatte Ihnen ja gesagt, so Produkte werden an der Börse gehandelt und das ist hier eine Darstellung des Gasproduktes für die Kalenderjahre 24, 25 bis 28. Ne, im Moment hatte ich eben gesagt, wir sind im Moment so bei knapp 50 Cent. Das ist hier eine Darstellung aus dem September, glaube ich, da waren es 52. Und witzig ist, je weiter Sie nach hinten gucken, also wenn Sie heute ein Kalenderjahr 28 kaufen wollen, es kostet nur 30 Cent. Das ist komisch, weil eigentlich börsliche Produkte am Terminmarkt, die weiter in der Zukunft liegen, sind eigentlich teurer, weil man Risiko einpreist. Im Moment ist das gerade bei der Energie andersrum. Das nennt sich Backwardation, ist ein relativ atypisches Verhalten, zeigt aber einfach, dass wir daran glauben, dass eigentlich Gas im Moment viel zu teuer ist und dass es nach hinten hin günstiger wird. Das ist im Grunde genommen die Aussage, die da drin steckt. Das heißt, wenn man also der Börse traut, dann ist das schon die Perspektive, Gas wird tendenziell, also die nackte Energie wird tendenziell in der Zukunft eher wieder günstiger, weil einfach die Einflüsse, die politischen Einflüsse eher nachlassen. So die Einschätzung, jetzt ad hoc, heute. Beim Strom ist es übrigens genauso. Weiß ich nicht, ob Herr Rossmann da noch was zu sagt, aber es ist genau die gleiche Einschätzung, wenn Sie sich angucken, die Kalenderjahre, je weiter Sie in die Zukunft kommen, je günstiger werden Sie im Moment. Aber nochmal ganz wichtig, habe ich glaube ich schon zweimal gesagt, sage ich noch ein drittes Mal, das ist nicht der Gaspreis, der bei Ihnen ankommt. Und unser zukünftiger Gaspreis und unser zukünftiger Strompreis wird eben weniger beeinflusst sein von der Tatsache, was kostet gerade Gas am Markt, am Weltmarkt, am europäischen Markt, sondern wird beeinflusst sein von, wie entwickeln sich Netzentgelte für die Durchleitung. Und ich sage mal, Netzentgelte funktionieren ganz einfach. Sie haben Kosten pro Jahr als Unternehmen und die teilen sie durch die durchgeleiteten Kilowattstunden. Und das ist das Netzentgelt. Jetzt mal ganz einfach Regulierung erklärt. Ein bisschen komplexer ist es, aber ganz einfach erklärt. Das heißt, je weniger durch die Netze durchgeleitet wird, je teurer wird das spezifische Netzentgelt. Und wir werden ja, so der politische Wille, wahrscheinlich unsere Netze noch bis 2045 betreiben. Müssen wir mal schauen. Aber die Mengen, die da durchgehen, die werden ja stetig weniger werden. Das heißt, die Netzentgelte werden steigen. Da kann man sich sicher sein. Beim Strom wird das auch so sein. Das wird Herr Rossmann vielleicht auch noch sagen. Das hängt mit ganz anderen Dingen zusammen, weil es einfach komplexer wird, was da gerade passiert und wir viel investieren müssen. Beim Gas hat es eben einen anderen Effekt. Das heißt, die Netzentgelte werden steigen und CO2 wird ansteigen. Ja, wir haben ein CO2-Handelssystem, Gaspreise werden CO2 belastet und das wird zukünftig viel mehr den Gaspreis bestimmen als die eigentliche nackte Energie. Also das wird bestimmend sein und wird dafür sorgen, dass Gaspreise eher ansteigen. Ja, das ist noch so ein bisschen, da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein, noch ein paar Szenarien zu den Preisen. Und dann gucken wir noch mal ganz kurz auf die Alternativen zum Schluss. Da möchte ich... Jetzt muss ich echt mal zur Uhr gucken. Darf ich noch 10 Minuten oder so? Gut, dann versuche ich das mal. Ganz frische Ankündigung aus dem November. Wir bauen jetzt in Deutschland ein Wasserstoffkernnetz auf. Und wir tun es auch wirklich. Und es soll 2032 soweit sein. Wir reden über ein Netz von knapp 10.000 Kilometer Länge. Vielleicht haben Sie Erinnerung, unser derzeitiges Transportnetz für Erdgas hat 40.000 Kilometer. Das ist also schon mal ein klares Zeichen. Mit dem Kernnetz werden wir nicht überall hinkommen. Kostet 20 Milliarden. Ich weiß gar nicht, ob dafür jetzt noch Geld da ist, ob das auch aus den 60 Milliarden war oder aus den anderen. Das weiß ich gar nicht genau, um ehrlich zu sein. Müssen wir mal schauen. Also, aber gut, das ist nur Geld. Das wird irgendwo gefunden, bin ich mir relativ sicher. Was jetzt, man könnte hier die Landkreise erkennen im Hintergrund. Irgendwo hier wird sich Schaumburg befinden. Und das ist die schlechte Nachricht. Die Wasserstoffleitungen, die bis 2032 geplant sind, gehen weit an Schaumburg vorbei. Das heißt also, Schaumburg wird bis 2032 kein Wasserstoff aus irgendeinem Netz bekommen. Vielleicht werden wir in der Lage sein, eine Insellösung hier zu schaffen für kleinere Anwendungen. Aber Wasserstoff wird leider 32 hier nicht ankommen. So verstehe ich zumindest Herrn Habeck und seine Karte. Also mehr weiß ich da auch noch nicht. Von daher muss man da, so schön wie es ist, in diesem Wasserstoffprojekt gewesen zu sein, im Moment ist das halt auf Bundesebene, ist Schaumburg gerade nicht der Nabel der Welt. Muss ich ganz offen mal so sagen. Herr Beck schmunzelt. Ja. Es gab Mitte des Jahres einen Plan, da waren es noch 11.000 Kilometer und da gab es zwei Leitungen. Die eine ging so durchs Lipperland, das war nicht weit weg, und die andere ging so an Nienburg vorbei, das war auch nicht so weit weg, aber die sind beide gestrichen worden. Warum, weiß ich nicht. Die sind jetzt weg.
Ist für uns schade, ne? Weil das ist ja für uns auch wichtig. Wie sieht eine zukünftige, was machen wir mit unserer Infrastruktur, mit unseren Gasleitungen? Brauchen wir die eigentlich noch oder brauchen wir die nicht mehr? Wasserstoff ist da durchaus eine Hoffnung. Aber 2032 wird kein Thema sein. Es soll aber später weitergehen. Also das ist ja nicht der Endzustand. Es soll weitergehen. Wir sind dann nur etwas später dran. Und vielleicht haben bis dahin die Menschen auch schon andere Alternativen gefunden. Das ist eine Grafik. Da kann man sehen, woran wir glauben, wo zukünftig der Wasserstoff herkommt. Denn wenn wir in Deutschland, Sie können sich erinnern, ich habe so gesagt, 800 bis 1000 Terawattstunden Erdgas heute, man glaubt an einem Wasserstoffbedarf irgendwo zwischen 250 und 600 Terawattstunden. Das kommt so ein bisschen darauf an, wofür wollen wir anwenden, nur industriell oder auch in der Wärme. Und da muss man mal gucken, wie viel können wir hier selbst erzeugen, wie viel werden wir zukünftig importieren. Auch das hat ja wieder was mit Versorgungssicherheit zu tun. Und wenn man Herrn Habeck lauscht, dann geht er davon aus, dass wir 50-70% des Wasserstoffes, den wir dann zukünftig haben werden, auch weiterhin importieren müssen. Also auch wenn wir hier viel erneuerbare Energien haben und Wasserstoff produzieren können, es wird nicht reichen. So, wenn wir den Industrialisierungsgrad in Deutschland behalten, den wir heute haben. Und von daher werden wir weiterhin importieren müssen. Und dann kann man auch mal schauen, was sind so die großen Wasserstoffimporteure, an die man heute glaubt. Das werden wieder USA und Kanada sein. Das wird Südamerika sein. Das wird Afrika sein. Das wird Australien sein. Überall dort, weil es soll ja grüner Wasserstoff sein. Also Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Das werden also Länder sein, die einfach hohe Potenziale an erneuerbaren Energien haben. Und natürlich weiterhin, da muss man dann gucken, mit welcher Bedeutung ist natürlich Russland und die Russische Föderation, die da nach wie vor eine hohe Bedeutung hat. Das sind neue Abhängigkeiten, in die wir uns begeben werden, dann eben einfach nur von anderen Ländern. So, also heute sind wir es beim Erdgas und dann werden wir es zukünftig eben beim Wasserstoff sein. Darüber muss man sich klar sein, wenn man über Sicherheit nachdenkt. Es wird, wenn wir den Industrialisierungsstandard hier in Deutschland behalten, den wir heute haben, und das hoffen wir doch alle, dann wird es nicht funktionieren, dass wir auf einer Insel leben, die ihre Energie ausschließlich selbst produziert. Das wird nicht funktionieren. Da kann man sich sicher sein. Wir können eine Menge hier produzieren, das ist auch gut und richtig, und das müssen wir auch, müssen hohe Geschwindigkeit aufnehmen, das zu realisieren. Aber wir werden auf die Welt angewiesen sein, wenn es um Rohstoffe geht. Ja, und dann, die habe ich heute Morgen noch eingebaut, die Folien. Jetzt im Nachhinein hätte ich sie gar nicht gebraucht, aber das ist eine Pressekonferenz, die war vor dem Krieg. Da ging es einfach, da hat man eigentlich nur auf die Umwelt geschaut und wo wollen und müssen wir hin. Und ich kann Ihnen dieses Bildchen, was Herr Habeck da zeigt, kann ich Ihnen auch nochmal groß zeigen. Das sind die CO2-Emissionen pro Jahr seit 1990 und Sie sehen 2045 und das ist gesetzlich so beschlossen, da wollen wir null sein, da wollen wir neutral sein. So, interessant ist auch, wie so, wenn man sich die Kurve anguckt, wie die so verläuft, Sie sehen, die fällt schon steiler, als sie bisher gefallen ist. Das heißt eigentlich, wir haben ein unglaublich ambitioniertes Ziel vor der Brust. Wir müssen unglaublich viel tun, wenn wir das erreichen wollen. Und dann kann man hier auch so ein bisschen hingucken, in welchen, ich sag mal, in welchen Sektoren wollen wir das tun. Und dann sieht man zum Beispiel im Gebäudebereich, und dann reden wir über Heizung, über Gas, -44%, also das ist schon ein strammes Ziel. Die Elektrizitätswirtschaft, das ist natürlich die Abschaltung von Braunkohle, Steinkohle und der Ersatz durch alternative Kraftwerke. Das wird passieren und auch machbar sein. Verkehr spielt natürlich auch eine Riesenrolle mit -42%. Das wird nur funktionieren mit einem massiven Ausbau der Elektrofahrzeuge. Ansonsten wird das gar nicht umsetzbar sein. Aber das sind dann alles Themen, da kann Herr Horstmann gleich bestimmt mal eine ganze Menge zu erzählen. Ja, und dann hat man sich also gesagt, okay, wenn wir das wirklich wollen, dann müssen wir das gesetzlich regeln. Und darum haben wir seit ein paar Tagen das Gebäudeenergiegesetz. Ist im, glaube ich, im Sommer war es ja ein Riesenthema, wurde auch oft Heizungsgesetz genannt. Mittlerweile ist es verabschiedet und es ist klar, neue Heizungen müssen zukünftig 65% erneuerbaren Energieanteil haben. So, ganz wichtig. Wenn wir von neuen Heizungen, also es wird niemand gezwungen, heute seine Heizung auszutauschen, außer sie ist älter als 30 Jahre und sowieso irgendwie hinüber. Also dann klar. Und dann gibt es jetzt noch so Übergangsfristen bis 28. Herr Beck hat es vorhin kurz erwähnt, ist ein bisschen abhängig vom Fortschreiten der kommunalen Wärmeplanung. Wäre schon ein Vortragsthema an sich, möchte ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Aber es gibt eben das klare Ziel, wir wollen zukünftig 65% erneuerbare Energien in den Heizungen. Perspektivisch natürlich 100% im Jahr 2045. So,
Und dann muss man sich natürlich gucken, wie kann das funktionieren? Und da gibt es eben viele, viele Optionen. Ich gehe da jetzt noch einmal noch schnell durch. Klar, eine Möglichkeit wäre der Anschluss an ein Wärmenetz, sofern dieses Wärmenetz wiederum auch mit mindestens 65% erneuerbaren Energien betrieben wird, muss man sich gucken, was hat man da für Möglichkeiten, was für Quellen. Zum Beispiel Müllverbrennung wird jetzt auch als erneuerbar anerkannt, haben wir jetzt hier in der Region keine großen Mengen. Geothermie könnte ein Thema sein, weiß ich gar nicht, haben wir das hier drin, also Geothermie könnte für Netze ein Thema sein. Geothermie heißt 1500 Meter tief bohren, also ist nicht die oberflächennahe mit der Wärmepumpe, sondern wir reden von richtiger Geothermie. Ich sag mal, Bad Oeynhausen hat gerade eine Studie gemacht an drei Stellen, so ein Bohrloch kostet halt 20 Millionen. So, das sind natürlich riesige Anstrengungen, die für so ein Stadtwerk auch schwierig sind, bin ich ganz ehrlich. Und das sagt Ihnen ja keiner, wenn Sie die 20 Millionen für das Löchlein investiert haben, dass da unten auch wirklich was ist. Das wissen Sie ja erst, wenn Sie da sind. Also ein gewisses Risiko ist da auch noch drin. Aber sicherlich eine Lösung, die man sich anschauen muss, die ich auch für gut und richtig halte. Aber da müssen wir irgendwann mal über Finanzierung reden, weil das wird man privatwirtschaftlich nicht finanzieren können. Ja, die Wärmepumpe erfüllt per se den 65% Anteil, egal womit sie die betreiben. Irgendwann wird Strom ja komplett erneuerbar sein, dann passt das ja auch. Die funktioniert natürlich immer in Neubauten. Wir erschließen heute kein Neubaugebiet mehr mit Gasleitung. Das lohnt sich nicht mehr. Es nehmen heute alle eine Wärmepumpe. Ist im Neubau kein Problem. Im Bestand durchaus eine Herausforderung, aber lösbar. In Einzelfällen ist tatsächlich eine Stromdirektheizung zulässig. Man kann sich auch hybride Systeme vorstellen aus einer Gasheizung und einer Wärmepumpe oder aus einer Gasheizung und Solarthermie. Ist aber auch nicht trivial. Hängt auch so ein bisschen von der Gebäudehülle ab und von den Möglichkeiten, die sie da haben. Man kann sich Solarthermie vorstellen, aber Solarthermie ausschließlich zur Beheizung auch eine Herausforderung. So, und was haben wir hier noch? Da muss ich jetzt mal hingucken. Die Gasheizung, sofern man dann in der Lage ist, entweder perspektivisch 100% Biogas oder 100% Wasserstoff zu haben. Da haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen, wie es da mit den Verfügbarkeiten aussieht. Und bei der Biomasse muss man auch ehrlich sein. Da sehe ich keine große Entwicklung mehr in Deutschland. Denn da sind wir ja sofort in der Diskussion Tank oder Teller. Also wenn ich landwirtschaftliche Flächen nutze, nutze ich das dann für die Energie oder nutze ich das für die Ernährung? Und da sind sie immer in einem Diskussionskonflikt. Und darum glaube ich nicht, dass im Thema Biogas noch große Zuwächse sind. Ein bisschen was geht dann noch, aber jetzt nicht als der Löser der Energieprobleme. So, und dann geht natürlich hier noch Holz. Pellets sind hier dargestellt. Mit all den Problemen, Stäube und Ähnliches, die da auch nicht zu vernachlässigen sind. Und wenn sie Holz über weite Wege transportieren, weil es keine besonders hohe Energiedichte hat, dann ist das umweltmäßig auch nicht so die perfekte Lösung. Wenn sie das Holz vor Ort haben, dann ist das natürlich eine gute Lösung. Also das ist dann, sage ich mal, zum Schluss vielleicht nochmal so, die hab ich dann noch schnell reingenommen, die Folien, und einfach sagen, okay, auch das sind Alternativen zum Gas und zum Wasserstoff perspektivisch und die werden eine große Rolle spielen. Die Kommunen werden in die kommunale Wärmeplanung gehen, um genau das zu tun. Aber das sieht auf dem Papier total einfach aus. Das ist ein Riesenakt. Das ist hochgradig ambitioniert, was wir da vorhaben. Im Neubau kein Problem, aber im Wohnungsbestand irgendwo draußen, der Resthof, der heute mit Gas oder Öl beheizt wird, das wird auch technisch eine Herausforderung. Das muss am Ende der Tage auch einer bezahlen. So, und ich glaube, Sie haben mich schon abgedreht. Vielen Dank. Ich wäre sowieso jetzt am Ende angekommen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt. Danke. Danke. Ja, Herr Rabeneck, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es den anderen ging. Ich kam mir wieder vor wie an der Uni. Repetitorium, Schnelldurchgang, Folien, man konnte gar nicht mitschreiben. Ein Wahnsinns-Parforce-Ritt, den Sie dort hingelegt haben. Ich hoffe, wir wissen ja, beim Menschen bleibt dann am Ende, seien Sie nicht enttäuscht, heute Mittag nur 10% erstmal hängen. Aber vielleicht eben ein paar wertvolle Impulse. Ich habe folgenden Vorschlag. Jetzt ist die Präsentation zwar gerade weg, aber die Dame hatte das genau richtig gemacht, nämlich eine Verständnisfrage in der Situation gestellt. Und bevor wir jetzt uns bereits den nächsten Vortrag anhören, mache ich Ihnen und uns den Vorschlag. Haben Sie noch eine direkte Frage? War Ihnen etwas an einer Folie aufgefallen, was wir am besten jetzt klären, bevor wir dann auch noch alle Impulse zum Thema Strom bekommen? Ist irgendetwas, wo Sie sagen, Mensch, ja, unabhängig von Grau, ne, was wir alles nicht sehen konnten, aber gab es da noch irgendetwas, was für Sie definitiv unklar war? Ihre Chance. Doch,
da vorne. Ich komme zu Ihnen. Denken Sie immer an die Übertragung, dann bekommen draußen an den Geräten die anderen das auch mit. Bitte schön. Wolfgang Daube. Herr Rabeneck, ich hatte fast einen Herzstillstand. Und zwar haben Sie erwähnt, dass in Obernkirchen ein Großverbraucher ist, der nicht an Ihrem Netz ist. Wie kann ich das auch machen? Also, dahinter steht die Frage, erstens, wem gehören die Netze, und zwar bundesweit? Wer verwaltet diese Netze? Werden die angemietet? Wie entsteht die Preisgestaltung? Wie entsteht diese riesige Litanei? Ich habe mal meine neue Preisgeschichte ab Januar mitgebracht. Ich meine, es sind fast 10 Positionen für irgendwelche Entgelte. Das müssen Sie bitte mal klarstellen, weil ich würde auch gerne Obernkirchengas dann nehmen, obwohl ich gar kein Gas verbrauche. Habe ich eine Stunde? Sie haben eine Minute. Sie haben tatsächlich eine Minute. Ja, also tatsächlich die Netze hier in der Region, die Netze der Stadtwerke Schaumburg-Lippe gehören den Stadtwerken Schaumburg-Lippe. Und das habe ich eingangs erklärt. Wir gehören den Kommunen hier. Also im Grunde genommen, ganz am Ende gehört das Gasnetz hier den Bürgern, ne, und den Städten und Gemeinden. Aber Sie haben, davor habe ich eine Folie gezeigt mit den Transportnetzen, die deutschlandweit das Gas transportieren. Das sind 16 privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen. Und ganz große Verbraucher wie die Glashütte in Obernkirchen, wie ADAC, die haben eben die Chance, nicht an unser Netz zu gehen, sondern einen direkten Zugang an diese Transportnetze zu bekommen. Einfach weil die so große Mengen benötigen. Und darum sind die nicht bei uns am Netz. Aber alle anderen Kunden sind hier am Netz und es werden sogenannte Konzessionen vergeben. Alle 20 Jahre wird festgelegt, wer die Netze betreibt. Und das sind hier eben ausschließlich die Stadtwerke Schaumburg-Lippe. Und die Netzentgelte werden reguliert. Das heißt, wir müssen alle 5 Jahre einen Antrag stellen an die Bundesnetzagentur und die guckt drauf, ob die Kosten, die wir dafür in Rechnung stellen, ob die berechtigt sind oder nicht. Das nennt sich Regulierung, Netzwirtschaft. Ja, so entstehen Netzentgelte. Also da guckt schon jemand genau drauf, dass wir da in dieser Monopolstellung, die wir dann zwar haben, aber dass wir da nicht über Gebühr Geld verdienen, sondern nur das, was wir brauchen, um die Netze sicher zu betreiben. Eine etwas ähnlich gelagerte Frage hatte ich mir für später aufgehoben, aber weil sie gerade jetzt passt, vielleicht für mich und für Sie zum Verständnis dann nochmal. Sie sprachen von 16 Netzbetreibern. Die Bahn hat einen Netzbetreiber. Ja, und Sie müssen ja noch weitergehen. 700 Stadtwerke, ne? So ist es. Hm. Und warum oder was könnte denn der Charme sein, das Monopol ganz anders zu lagern, nämlich wirklich nur einen Netzbetrieb deutschlandweit zu organisieren? Wie es beispielsweise ja die Franzosen teilweise haben. Also es gibt ja schon Länder, die das haben. Nur ganz ja. kurz so, was wäre Vorteil, Nachteil, ohne dass Sie sich jetzt politisch äußern müssen? Vorteil wären sicherlich komplett einheitliche Netzentgelte, vollkommene Gleichheit in der Behandlung aller, die an dieses Netz angeschlossen sind. Vielleicht Skaleneffekte, bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert. Funktioniert bei der Bahn ja auch, muss man ja auch fragen, ob das wirklich so gut geklappt hat alles. Nachteil ist sicherlich Rücksicht auf örtliche Belange. Mhm. Und auch zum Beispiel dieses Thema, dass eben auch Geld in den kommunalen Kassen landet und dass die Wertschöpfung hier vor Ort ist. Das hätte man natürlich alles nicht, wenn man es zentralisieren würde. Hat Vor- und Nachteile aus meiner Sicht. Vielen Dank. Gibt es noch eine? Ja, genau darauf habe ich gewartet. Sekunde. Danke. Dankeschön. Dorothea Netzke-Wenzel. Ja, ich bin auch ganz nah bei dem, was Sie jetzt eben ausgeführt haben, nämlich 50 Millionen Jahresumsatz und 3 Millionen, Sie haben es Ergebnis genannt, man könnte es auch Gewinn nennen. Stadtwerke sollen ja eigentlich zur Versorgung der Bevölkerung sein. Insofern dürften sie eigentlich keinen Gewinn produzieren. Wieso ist das nötig oder weshalb wird es gemacht? Und wer entscheidet, wo diese 3 Millionen dann hingehen? Sie haben Schwimmbäder genannt, das ist natürlich alles sehr verdienstvoll. Aber man könnte diesen Differenzbetrag natürlich auch wieder an die Kunden ausschütten. Weshalb wird das so gemacht? Also Cashback. Genau. Zum einen sind wir sind eine GmbH, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und ein Wirtschaftsunternehmen muss ganz am Ende der Tage auch Geld verdienen. Und es
Man muss sich auch perspektivisch fragen, ob man dauerhaft immer dieses Geld an seine Gesellschafter ausschüttet oder ob man es auch in den Gesellschaften lässt. Wir werden ja, wenn es um Energiewende geht, wenn es um Netze geht, werden wir demnächst auch relativ viel Geld brauchen zu investieren. Von daher glaube ich, so ein Unternehmen kann am Ende der Tage auch nur funktionieren, wenn es ein Wirtschaftsunternehmen ist und so funktioniert wie ein Wirtschaftsunternehmen. Ich werde als Geschäftsführer an den Ergebnissen gemessen und das ist auch gut so. Und so organisiere ich mein Unternehmen effizient. Und natürlich habe ich einen Aufsichtsrat. Aufsichtsrat, das sind Vertreter aus den Städten und Gemeinden, das sind die Bürgermeister, das sind Kommunalpolitiker, die natürlich schon schauen, wie wir arbeiten und die am Ende der Tage natürlich über die Mittelverwertung entscheiden. Das obliegt nicht mir als Geschäftsführer, sondern das obliegt meinen Gesellschaftern und die entscheiden am Ende der Tage, wie die Gewinnverwendung aussieht. So, und dann landet das natürlich bei unseren Müttern. Das haben Sie auf der Folie gesehen. Und wie die Mütter dann damit umgehen, ist eine kommunale Entscheidung. Das ist dann eine Entscheidung der städtischen Betriebe Bückeburg oder der Wirtschaftsbetriebe Stadt Hagen. Und wie gesagt, ich glaube grundsätzlich, dass wirtschaftliches Arbeiten und der Versuch, effizient zu sein, Unternehmen besser macht, als wenn sie einfach nur sagen, ist so ein Betrieb, läuft so vor sich hin, der muss nur irgendwie seine Kosten decken. Also ich halte das für richtig, so zu arbeiten. Eins haben wir verstanden, die 3 Millionen kommen ja in jedem Fall hier wieder direkt zurück, wenn auch nicht Cashback bei den Kunden. Aber bei den Bürgern. So, also am Ende der Tage doch bei den Kunden. Nochmal ein herzlicher Applaus für Ihren Einsatz. Herr Rabeneck, vielen Dank. Ja, so ist das, wenn man als Moderator nicht vorher fragt, wie viele Folien haben Sie oder welche Länge. Aber es war begeisternd und wir gucken mal, wie es dann nachher in der Diskussion ist. Ich mache es kurz. Er ist mehrfach angesprochen worden, schon Timo Horstmann, Leiter der Leit- und Meldestelle Westfalen-Weser-Netz GmbH. Und er ist Industriemeister Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieur. Und auch hier habe ich mal bei LinkedIn geluschert und habe einfach keine Historie, zumindest von den Ortschaften her, feststellen können. Im Rahmen seiner Ausbildungen, Industriemeister und auch Wirtschaftsingenieur, er hat durchweg Funktionen bei der Westfalen-Weser-Netz GmbH bis hin zum Leiter der Meldestelle durchlaufen. Das heißt, die Karriereleiter ist schon ganz weit oben angekommen. Merken Sie sich den Namen, wer weiß, wo er dann in 10 Jahren landet. Herzlich willkommen, Timo Horstmann. Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite. Timo Horstmann mein Name und schauen wir mal, was ich Ihnen jetzt über die elektrische Energieversorgung, die Stromversorgung hier in der Region berichten kann. Vom Prinzip her meines Vortrags, es sind 2 Teile. Wir schauen uns einmal an, wie funktioniert der Stromnetzbetrieb bei uns in Europa, runtergebrochen auf unsere Region letztendlich. Und im zweiten Part schauen wir uns einmal an, wie funktionieren Mechanismen, wenn es dann doch zu einer Krise kommt, was wird gemacht, um das zu verhindern? Vom Bild her, ich habe versucht, das eben nochmal umzuändern auf schwarze Schrift. Ich hoffe, das ist mir überall gelungen. Ansonsten werde ich es wieder Rabeneck machen und das Ganze dann etwas weiter kommentieren. Ja. Fangen wir an mit den Netzen. Was bedeutet das Netze? Wir sind hier auf europäischer Ebene unterwegs. Es gibt einen europäischen Netzverbund, der nennt sich EnzoE. EnzoE heißt, wir haben alle diese Länder, die Sie hier farblich markiert sehen, in diesem EnzoE-Verbund drin. Die farbliche Differenzierung, alles was hier jetzt so Kontinentaleuropa ist, nenne ich es mal, ist blau. Blau heißt, diese Länder sind alle elektrisch miteinander verbunden. Die Netzfrequenz, die sich hier drüben im östlichen Teil ergibt, ist die gleiche Netzfrequenz, wie sie sich hier im westlichen Teil ergibt. Das heißt, sie sind alle miteinander verbunden. Kommt es zu Problemen auf der einen Seite, kommt es gegebenenfalls auch zu Problemen auf der anderen Seite. Hier oben haben wir noch einmal die skandinavischen Länder, die dann etwas eigenständig sind, das ist dann die Regelgruppe Nordic, nennt die sich. Die sind verbunden
zum Energieaustausch über Hochspannungsgleichstromanbindungen nennt sich das. Das dient dem reinen Energietransport von A nach B, hat mit der Frequenz und der Stabilität des Netzes erstmal nichts zu tun. Aber schauen wir uns nochmal diese Regelgruppe Kontinentaleuropa an. Warum macht man jetzt ein Netz so groß, kann man sich vielleicht denken, oder sich die Frage stellen, warum macht man das? Es dient rein dem Zweck der Stabilität, weil wir haben hier ein großes Netz mit dem Verbrauch der gesamten Länder und der Erzeugung der gesamten Länder. Also die ganzen Kraftwerksparks der Länder speisen in ein und das gleiche Netz ein. Das bedeutet, die Stabilität nimmt einfach zu. Da kommen wir nachher im Rahmen des Netzwiederaufbaus nochmal drauf. Europäischer Netzverbund, hier wichtig für die Stabilität des gesamten Netzes. Je größer das Netz, umso stabiler, je kleiner ein Netz ist, umso unberechenbarer ist es. Und auf europäischer Ebene, wie gesagt, hier ENTSO-E erstmal führend. Hieß damals UCTE, ist gegründet worden 1951, so lange existiert das erste Verbundnetz in Europa. Und es ist halt ein Zusammenschluss der Übertragungsnetzbetreiber in den einzelnen Regelzonen. Genau, die Regelzonen miteinander sind über HGÜ verbunden, das hatte ich eben auch schon gesagt, das dient halt dem reinen Energieaustausch. Und der Fokus liegt halt auf dem länderübergreifenden Energietransport und ganz wichtig, der Frequenz halt. Wie sieht das in Deutschland aus? Wenn wir jetzt eine Ebene weiter runtergehen, schauen uns vom europäischen Kontext den deutschen Kontext an. In Deutschland gibt es ein Höchstspannungsnetz, das heißt das Übertragungsnetz mit einer Nennspannung von 380.000 Volt oder 380 Kilovolt KV. Die Abkürzung werden wir im Laufe des Vortrags noch einige Male hören. Ich werde dann immer nur KV sagen, heißt 1000 Volt jeweils. Es gibt in Deutschland 4 Übertragungsnetzbetreiber, die auch alle privatwirtschaftlich organisiert sind. TenneT hier in der Mitte von Norden nach Süden durch. Im Westen haben wir hier Amprion, im Osten haben wir 50 Hertz und hier unten in Baden-Württemberg haben wir ENBW-Transportnetze. Die Netzlängen, die dahinter sind, sind halt, wie man hier sieht, bei der Amprion, die hier ja nun einen relativ kleinen Teil flächenmäßig in Westdeutschland versorgen, doch schon bei 10.000 Kilometern Höchstspannungsnetzlänge. Diese Netzlänge hat auch die TenneT, die sich hier durch ganz Deutschland erstreckt. Also man sieht, da werden Ballungszentren hier im Raum Amprion versorgt, während hier der Fokus von TenneT vielleicht mehr auf der ländlichen Versorgung liegt oder auf der Versorgung überregional hinweg. Da drin liegt dann hier in dem Raum Ostwestfalen, südliches Niedersachsen, das Netzgebiet der Westfalen-Weser-Netz, wo wir jetzt einmal kurz draufschauen würden. Wir nähern uns jetzt also vom deutschen Kontext mit den Übertragungsnetzbetreibern, dem eigentlichen Verteilnetzbetreiber auf regionaler Ebene. Und hier sieht man, dass man jetzt nicht so viel sieht. Das soll das Netzgebiet sein. Das sind im Prinzip die geografischen Grenzen, wo wir von den Kommunen und den Gemeinden die Konzession für den Betrieb der Stromnetze bekommen haben. Die sind hier eingezeichnet. Hier oben sieht man, das ist die Grenze Petershagen. Hier hinten grenzt das Ganze an Hannover an. Hier unten Herford, Rödinghausen, der Bereich Hille, Minden. Dann haben wir hier in Lage noch Netze im Extertal, sowie hier unten den ganzen Bereich um Paderborn herum. Das sind alles Netze, die von uns betreut werden, die von uns betrieben werden, die von uns überwacht werden und halt auch im Rahmen der Entstörungsbehebung, wie Herr Rabeck das eben sagte, ähnlich wie im Gaswasserbereich natürlich 24/7 überwacht werden und bei Versorgungsunterbrechung dann auch gleich gehandelt wird. Die Westfalen-Weser ist ein Strom-, Gas- und Wassernetzbetreiber. Das heißt, wir agieren nicht am Markt und verkaufen den Strom nicht, sondern unsere Aufgabe ist es aufgrund der Größe, gesetzlich durch Unbundling geregelt, die Energie von A nach B zu transportieren. Wir dürfen sie nicht verkaufen, nicht den Endkunden letztendlich anbieten, so wie es die Stadtwerke
beispielsweise dürfen. Das ist aufgrund der Größe, in unserer Größe nicht erlaubt. Genau, insgesamt, das sind hier 11 Landkreise, die dargestellt werden. 1,14 Millionen Menschen, die in dem versorgten Gebiet leben und sich auf unsere Energie letztendlich auch verlassen. Das Hochspannungsnetz, was wir da betreiben, es sind also drei Netzebenen, die man das unterteilen kann. Das Hochspannungsnetz sind die Überlandleitungen, die man sieht, wenn man unterwegs ist draußen. Da sind die großen Strommasten mit den ganzen Leitungen, die da hängen. Das dient dazu, halt über die Städte und über die Gemeinden weg die Energie zu transportieren. Dann haben wir ein Mittelspannungsnetz. Das Mittelspannungsnetz dient dazu, innerhalb der Städte und Ortschaften die Verteilung zu übernehmen. Das bedeutet also, von der Hochspannungsebene wird in die Mittelspannungsebene übergeben, sodass wir über Ortschaften hinweg den Transport der Energie ermöglichen können. Insgesamt passiert das Ganze über 118 Umspannwerke hier in dieser Region. Genau, das ist halt erstmal so das Gebiet, wo wir tätig sind. Insgesamt sind bei Westfalen-Weser 1019 Mitarbeitende. Und der Jahresumsatz beträgt 858 Millionen. Das war jetzt der Werbeblock zum Unternehmen. Schauen wir uns einmal die Hochspannungsnetze an, damit Sie verstehen, was verbirgt sich dahinter, was bedeutet jetzt ein Hochspannungsnetz, wie sieht das aus, was muss man sich darunter vorstellen. Hier sieht man nochmal ganz klein die Karte, die wir eben gesehen haben, grob zur Orientierung, hier oben angrenzend Hannover, hier unten Marsberg, Richtung Raum Kassel abgrenzen, unser Versorgungsgebiet. Wir schauen uns jetzt einmal den nördlichen Teil an. Der nördliche Teil, warum? Weil im nördlichen Teil das Hochspannungsnetz, was Sie hier als schwarze Striche sehen, im Eigentum der Westfalen-Weser ist. Das heißt also, dieses Hochspannungsnetz schalten wir, verwalten wir, betreiben wir, um halt die Energie hier auch überregional transportieren zu können. Hier sehen Sie jetzt verschiedene Farben bei den Leitungen. Auf der einen Seite die roten Leitungen. Rote Leitung sind die 400 oder 380.000 Volt, 380 kV Leitungen der TenneT, die überregional hier agieren. Sie sehen, das sind ja jetzt auch nicht ganz so viele, die sich hier durch unsere Region bewegen. Das sind insgesamt zwei Nord-Süd-Spangen, die hier die Energie uns dann von der überregionalen Ebene anliefern. Ein kleines Netz gibt es hier noch, das ist 220 kV, das dient auch der Übertragung hinweg, auch im Eigentum der TenneT mittlerweile. Und in der Region sehen Sie dann hier die ganzen Punkte. Die ganzen Punkte sind einzelne Umspannwerke, die ich eben gesagt habe, wo wir 118 von haben. 118, die jetzt nicht nur Hochspannung auf Mittelspannung konvertieren, sondern halt auch Mittelspannung auf Mittelspannung in unterschiedlichen Ebenen. Also Sie werden jetzt keine 118 Punkte finden, aber doch so um die 70 müssten es sein, die hier jetzt auftauchen. Sie sehen auch hier in den bebauten Gebieten, wenn wir uns hier oben mal Minden anschauen, da ist die Dichte an den Punkten doch schon etwas deutlicher, als wenn wir uns jetzt hier mal dem Bereich Hille nähern. Da ist gar nichts in dem Gebiet. Oder wenn wir uns hier oben angucken, Bückeburg, haben wir hier jetzt auch gar nicht als Umspannwerk drinstehen, sondern wir haben hier nur, kann man leider nicht so gut lesen, Stadthagen und Sachsenhagen. Was bedeutet das? Wie kommt jetzt die Energie, wie kommt der Strom jetzt hier hin? Wie kommt der Strom jetzt hier zu uns? Im Prinzip haben wir an diesen Stellen Übernahmepunkte aus dem überregionalen Verteilnetz. Also von der TenneT bekommen wir die Energie hier übertragen. Über diese roten Leitungen und über die grünen Leitungen vom Kraftwerk, vom Großkraftwerk zu uns. Wird hier übernommen und wird dann weiter verteilt. In den Umspannwerken, die Sie hier sehen, Stadthagen, Sachsenhagen, ist unterlagert noch ein 30 kV-Netz, was genau in diesem Gebiet hier zwischen den Transport übernimmt. Und hier in Bückeburg gibt es ein Umspannwerk, Bückeburg nennt sich das, 30 auf 10 kV. Und das wiederum hat diese Mittelspannung, transportiert sie nochmal eine Ebene tiefer, um dann zu uns zu gelangen. Und durch die Ortsnetzstationen, die Sie kennen als gemauerte Kästen am Straßeneck, die dann die Versorgung mit 400 bzw. 230 Volt übernehmen. Also hier nur die Botschaft, das Netz ist relativ
dicht aufgebaut, wenn man sich in den Spannungsebenen weiter nach unten bewegt. 380.000 Volt, wenige Leitung, dient dem Transport. 110.000 Volt sind wir dann schon etwas dichter unterwegs. Die unterlagerten Netze sehen, könnten wir hier gar nicht mehr darstellen. Das wäre so undurchsichtig. Da würde man nur noch eine farbige Fläche erkennen. So viel zum nördlichen Netzgebiet einmal. Schauen wir uns das südliche an. Im südlichen sieht das etwas anders aus. Ich hatte eben gesagt, im nördlichen Bereich ist die Westfalen-Weser der Hochspannungsnetzbetreiber. Im südlichen Bereich um Paderborn, Höxter rum, ist ein anderer vorgelagerter Netzbetreiber, nämlich die Avacon, für uns tätig. Das heißt, die 110 kV-Ebene wird über die Avacon betrieben, die Mittelspannungsebene von Westfalen-Weser-Netz. Also es gibt da unterschiedlichste Konstellationen. Das ist alles historisch gewachsen. Letztendlich bekommen wir den Versorgungsauftrag als Regionalversorger ja von den Kommunen im Rahmen der Konzession. Wenn dieser Versorgungsauftrag dann im Laufe der Zeit nach 20 Jahren läuft, so ein klassischer Konzessionsvertrag, dann wechselt zu einem anderen Unternehmen, dann kann es sein, dass solche Konstellationen wie hier entstehen. Das Übertragungsnetz bleibt bei einem anderen Betreiber und die örtliche Versorgung wechselt dann über. Genau, auch hier haben wir drei Einspeisepunkte der Vollständigkeit halber, dass man da sieht, diese Leitungen, das sind wieder die 380 kV-Leitungen von Norden nach Süden, die sich hier durchbewegen, mit drei Einspeisepunkten, einmal in Elsen, Förden und Würgassen. Würgassen auch bekannt als ehemaliger Standort für das AKW, was da stand, mittlerweile nur noch als Knotenpunkt für die Einspeise. So viel erstmal zu den Netzen. Wie funktioniert das? Wie ist das gebaut? Vor welchen Herausforderungen stehen wir aktuell? Wir sehen hier das Ganze, was ich eben versucht habe, geografisch darzustellen, einmal schematisch. Hier oben die Kraftwerke, Verbundunternehmen, die 380-220 kV-Ebene betreiben. Hier zwischen die einzelnen Trafos, die letztendlich die Spannung dann runter transformieren. 110 kV gibt es einige Großindustriebetriebe, die direkt am Hochspannungsnetz hängen. Im Bereich 20 kV, also Mittelspannungsebene, gibt es regionale Versorgungsunternehmen wie die Westfalen-Weser-Netz, die dann Industrie direkt in der Mittelspannungsebene anschließt und hier unten 230, 400 Volt Haushalt, einzelne Gewerbekunden, kleinere Gewerbekunden, und die klassische Versorgung, wie Sie sie auch von zu Hause kennen. Gebaut ist das Ganze damals für den Transport in eine Energieflussrichtung. Die Energieflussrichtung war immer vom Kraftwerk zum Verbraucher, vom Erzeuger zum Verbraucher. Deswegen können die Leitungen, die hier im 380 kV verbunden sind, auch größere Energiemengen transportieren als jetzt die Leitungen, die hier im 20 kV-Bereich sind oder hier im 230 Volt-Bereich sind. Das ist halt der Historie geschuldet. Dann ging es, wenn man sich das jetzt mal überlegt, zeitlich ging es irgendwann los. Einzelne Photovoltaikanlagen, einzelne Windenergieanlagen wurden ins Netz gebracht. Das waren ja Exoten. Da stand mal so eine Windenergieanlage, das war was ganz Besonderes. Dann gab es mal so ein kleines Wasserkraftwerk, was irgendwo gebaut wurde. Das waren immer sehr, sehr viele Besonderheiten. Wenn man sich das jetzt heute vorstellt, heute sieht es ganz anders aus. Die Masse an Erzeugung liegt nicht mehr hier oben bei den Großkraftwerken, sondern die Masse an Erzeugung liegt hier unten in der Fläche, an der Photovoltaik auf den einzelnen Hausdächern, an den ganzen Windparks, die ja mittlerweile entstehen, und an den ganzen Biomasse-Blockheizkraftwerken, Biogasanlagen, die halt alle nicht mehr zentral an einer Stelle stehen, wie man das vielleicht vom Kraftwerk Grohnde her, Kraftwerk Feldheim, Kraftwerk Heiden her kennt, sondern die Erzeugung ist dezentralisiert worden. Was bedeutet das jetzt für diese klassische Energieflussrichtung, die wir haben, vom Erzeuger zum Verbraucher? Das Ganze dreht sich um. Das Ganze dreht sich um und wir sehen, dass die Energieflussrichtung halt hier unten zunimmt und wir teilweise an sonnigen, lastarmen Tagen, sonntags, einiges an Wind noch dabei und viel Sonne, speisen wir tatsächlich zurück. Dann hält sich diese Region hier komplett über die regenerativen Energien
und wir geben die überschüssige Energie, die wir aktuell dann nicht verbrauchen, in die Übertragungsnetzebene ab. So wird sie dann weiter in Deutschland verteilt. Das heißt aber auch, es sind massive Änderungen in diesen Netzen notwendig, denn die sind ja gar nicht dafür ausgelegt worden. Die sind gar nicht dafür ausgelegt worden, dass die Großteil der Erzeugung jetzt hier ist, dass diese Anlagen gesteuert werden müssen, in ihrer Leistung begrenzt werden müssen teilweise, sondern die Leitungen sind dafür ausgelegt, dass sie eine gewisse Last aufnehmen konnten und die von A nach B transportieren konnten. Dadurch, dass wir hier jetzt viele Erzeuger auf einem kleinen Kabel, nenne ich es mal ganz, ganz pragmatisch, haben, kann das natürlich dazu führen, dass wir Überlastungen an einigen Stellen bekommen. Hier hinten ist eine Überlastung zwischen diesen beiden Punkten. Das kriegen wir aktuell nicht mit. Das kriegen wir nur mit, wenn hier die Netzschutzsicherung auslöst und sie uns anrufen und davon berichten, dass sie zu Hause keinen Strom haben. Dann fahren wir los, kontrollieren das Ganze und erkennen dann, ja, da ist die Sicherung rausgeflogen. Warum? Aufgrund wahrscheinlich zu hoher Einspeisung. Das ist das Problem, vor dem wir im Moment stehen und wo wir natürlich uns jetzt der Sache stellen müssen. Wie können wir da rangehen? Wie wird das laufen? Wir werden natürlich auf diesen einzelnen Kabelabschnitten in den nächsten 10 Jahren, wir nennen das Strategie 2030, hier die einzelnen Kabelabschnitte mit Digitalisierung durchdringen. Wir werden in die einzelnen Ortsnetzstationen, die bis jetzt einfach nur dafür da waren, wie ich es gesagt hatte, Energie von A nach B zu transportieren, werden wir Messtechnik einbringen, werden Fernwegtechnik einbringen, um halt auch zentral von einem Punkt, von unserer Netzleitstelle aus, dort eingreifen zu können, damit es gar nicht erst zu diesen Versorgungsunterbrechungen kommt. Genauso werden wir alle Photovoltaikanlagen und alle Windkraftanlagen und alle Biogasanlagen größer 100 kW, das ist die aktuelle Grenze, größer 100 kW mit Fernwegtechnik ausstatten müssen, um dort einzugreifen. Redispatch 2.0 nennt sich dieses Konzept. Das heißt, wir als ehemaliger Verteilnetzbetreiber, zuständig dafür, die Energie von oben nach unten zu liefern, sind jetzt dafür da, die Erzeugung mitzusteuern. Das, was früher nur ganz wenigen im Bereich der Übertragungsnetze vorbehalten war. Wir sichern damit einen Beitrag zur Netzstabilität, zur Frequenzhaltung. Genau, das sind die Herausforderungen, die wir in dem Bereich haben, wo wir sehr viel Investitionen tätigen müssen und wo wir in Zukunft auch sehr verstärkt hinarbeiten müssen, nämlich Digitalisierung, die Netze transparent machen, um halt genau zu wissen, zu welchem Zeitpunkt, wo ist wann welche Last, an welchem Verbraucher. Wie sieht das jetzt in dem Netzgebiet aus, was wir eben gesehen haben? Einmal die Entwicklung, wenn wir uns den Zeitplan von 22 bis 32 mal anschauen. Aktuell haben wir 620 Windkraftanlagen in dem gesamten Netzgebiet, was wir eben gesehen haben, Nord und Süd, mit einer Leistung von 1000 MW aktuell. Das wird bis 2032 um den Faktor 1,5 steigen. Das heißt, wir haben dann 1500 MW, die wir da erwarten. Das ist jetzt vielleicht noch nicht so die Masse. Die Masse haben wir hier unten im Bereich der PV-Anlagen, Photovoltaikanlagen auf den einzelnen Hausdächern. Die sind jetzt immer mehr im Trend und sind ja auch immer mehr im Kommen mit den Balkonanlagen, die uns jetzt hier vielleicht noch nicht so betreffen, die ja auch netztechnisch unabhängig sind. Da haben wir im Moment 43.000 Anlagen mit 800 MW Leistung. Man sieht jetzt hier 620 Anlagen mit 1000 MW Leistung, also die durchschnittliche Leistung, die Anlage ist im Bereich Photovoltaik geringer. Aber wir erwarten hier auf der anderen Seite eine Erhöhung dieses Ganzen um Faktor 2,5. Das heißt, die installierte Leistung, die heute mit der Masse der Anlagen ja hinter der installierten Leistung der Windkraft, der Windenergie hinterhängt, wird in 10 Jahren uns überholen und wir werden da ungefähr 1600 bis 2000 MW installierte Leistung erwarten. Und diese 2000 MW müssen wir dann auch managen, die müssen wir dann auch zu dem richtigen Zeitpunkt an den richtigen Verbraucher bringen. Das ist jetzt die Erzeugungsseite, die wir uns angeschaut haben. Was für Erzeugung haben wir im Netz? Was erwarten wir im Netz dezentral? Wie sieht das aus mit der Last auf der anderen Seite? Also wie
wird sich der Verbrauch ändern. Im Haushalt gehe ich mal davon aus, das Haushaltsverhalten wird sich vielleicht hingehend zu effizienter Beleuchtung, aber jetzt nicht ganz so dramatisch ändern. Wir haben da zwei große Faktoren identifiziert. Das eine ist natürlich die E-Mobilität, die immer weiter zunimmt, mit den Wallboxen, mit den Ladesäulen in der öffentlichen Infrastruktur, die immer weiter entstehen. Aktuell haben wir 11.500 Ladesäulen im Netz mit einer elektrischen Leistung von 125 MW. Wir erwarten hier bis in 10 Jahren Faktor 7, also eine Last von 900 MW, die wir hier bedienen müssen. Am besten natürlich mit der regenerativ erzeugten Energie von der Folie vorher. Wie kriegt man das jetzt hin auf der kleinen Ebene? Das ist die Herausforderung, die wir haben. Auf der anderen Seite natürlich das Thema Wärmepumpen. Aktuell 16.000 Anlagen mit 40 MW installierter Leistung. Hier erwarten wir auch den Anstieg um Faktor 3, halt getrieben durch die politischen Entscheidungen, die da auf der einen Seite getroffen wurden und auf der anderen Seite natürlich durch die marktbedingten Änderungen in der Preisstruktur. Ja, so viel zu dem Thema, wie funktioniert das Netz an sich? Was für Herausforderungen haben wir? Gibt es da jetzt von Ihrer Seite erstmal Verständnisfragen zu diesem ersten Themenkomplex? Ja, Wolfgang Fronscheid. Ich habe gelesen, dass in Weimar, oder das kann in jeder anderen Stadt genauso sein, auf einem großen öffentlichen Gebäude Photovoltaikanlagen sein. Und die können jetzt den überschüssigen Strom aber nicht dem gegenüberliegenden, auf der Straßenseite gegenüberliegenden Gebäude übergeben, weil das offensichtlich an dieser Netzproblematik liegt, die Sie gerade geschildert haben. Und das ist ja auch die Frage, im Ausland gibt es viele autonome Dörfer stromtechnisch, weil die sich gegenseitig versorgen mit intelligenten Stromzählern. Auch das ist hier nicht möglich. Portugal und Spanien haben 85% der Haushalte intelligente Stromzähler oder digitale und bei uns 1%. Das ist richtig. Also die intelligenten Zähler sind bei uns jetzt erst vom BSI, also Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik, genehmigt worden zum Einbau. Deswegen hinken wir da aktuell hinterher gegenüber den anderen Ländern. Das ist richtig. Das heißt, wir werden diese Steuerung ins Feld zum einzelnen Haushaltskunden erst jetzt beginnen können. Diese Zähler werden sukzessive ausgetauscht. Da gibt es auch einen Fahrplan. Wir können natürlich mit der Anzahl an Mitarbeitenden, die wir uns zur Verfügung haben und die Anzahl der verfügbaren Installateure, nicht alle 700.000 Zähler, die wir im Netzgebiet haben, von heute auf morgen ändern, sondern das ist auch ein Weg dahin. Aber diesen Weg können wir jetzt loslegen, weil die Zertifizierung für die Nutzung dieser Zähler da ist. Die hatten wir bisher nicht. Das andere Thema, was Sie eben geschildert haben mit Photovoltaik, der überschüssige Strom wird dann abgeregelt oder kann nicht zur Versorgung herangezogen werden. Wüsste ich jetzt nicht, was der Hinderungsgrund sein kann, müsste man sich den Individualfall angucken. Aber an sich müsste es ja so sein, dass die Energie dann eingespeist wird. Das kann vielleicht nur mit vor Ort zusammenhängen. Vorne haben wir noch eine Frage. Jawohl, einen Moment. Joachim Gräfer ist mein Name. Eine Frage zur Netzstabilität. Sie sprachen die eben gerade an. Unter anderem fällt ja demnächst auch das Kraftwerk Heiden in Lade weg, was ja einen großen Generator hat, mit 6 kV einspeisen. Dadurch, dass wir jetzt immer mehr ins Niederspannungsnetz mit Windkraft reingehen und Solaranlagen und das gesagt werden muss, um das auch transformationsfähig zu machen, wie gewährleistet man da die Stabilität? Ja, das ist eine Frage, da greifen Sie jetzt schon ein bisschen dem nächsten Part vor. Aber können wir ganz kurz darauf eingehen. Also das, was Sie angesprochen haben, ist ja, diese Generatoren liefern ja eine rotierende Masse, nennt sich das. Die rotierende Masse im Netz, das dient der Regelleistung, der Primärregelleistung. Dadurch, dass wenn Sie ein Netz halt von jetzt auf gleich belasten, das ist so, als wenn Sie im Auto einfach bergauf hochfahren würden, belasten Sie den Motor ja umso mehr. Und diese Belastung des Motors kann halt von elektronisch gesteuerten Erzeugungsanlagen wie Photovoltaik- und Windenergieanlagen nicht in dem Maße abgebildet werden, wie es der klassische Generator mit der drehenden Masse kann. Es gibt erste Ansätze, diese Netzstabilität jetzt sukzessive runterzubrechen auf diese Leistungselektronik, die in den Photovoltaikanlagen eingesetzt wird, dass die auch so eine Art virtuelle Masse abbilden können. Also dieses Masseverhalten wird da drin abgebildet.
Das sind aber erst Ansätze, die in den neu entstehenden Anlagen dann auch eingesetzt werden. Das heißt, wir haben das natürlich im Blick, dass die Netzstabilität da nicht drunter leiden darf, weil genau das, was passiert, die Großkraftwerke fallen weg, es wird alles dezentralisiert und dieses masseähnliche Verhalten wird dann über Leistungselektronikkondensatoren in den einzelnen Anlagen abgefangen und abgebildet. Ich würde sagen, wir machen weiter, wenn sich nicht noch spontan eine Hand erhebt, und dann haben wir nachher ja in jedem Fall noch eine Frage. Bitte schön. Dann schauen wir uns jetzt einmal die Krisenmechanismen der Stromversorgung an. Nachdem ich Ihnen jetzt versucht habe zu erklären, wie grob die Energie von A nach B kommt, in der Kürze der Zeit natürlich stark vereinfacht, schauen wir uns jetzt einmal die Krisensituation an, die Krisenmechanismen an. Wie kann der Notfall beherrschbar gemacht werden? Dazu einmal vorweg die vier Systemgrößen, die ich für Einfluss oder für den größten Einflussfaktor auf das ganze Energieversorgungssystem in Europa halte. Auf der einen Seite ganz oben die Frequenz. Was ist die Frequenz? Habe ich ja eben schon mal gesagt, 50 Hertz. Das ist das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch. Das, was Sie zum jetzigen Zeitpunkt verbrauchen, dadurch, dass Sie zu Hause Licht anschalten, Herd anschalten oder das E-Auto zum Laden anstecken, das können wir ja nicht vorhersehen, sondern das ist ja ein Verhalten, was im Prinzip über diese Primärregelung, wie Sie es eben sagten, ja auch abgefangen werden muss. Das heißt, wir können das Ihr Verhalten im Haushalt nicht voraussehen, sondern es muss immer zur richtigen Zeit die richtige Menge an Energie da sein. Das passiert halt durch Fahrpläne, durch abgeleitetes Verhalten aus der Vergangenheit, durch Standardlastprofile, aber auf der anderen Seite auch durch Regelreserven, Primärenergiereserven, Sekundärregelenergie, die wir haben. Und Ziel hierbei ist es immer, die Frequenz auf dem Richtwert von 50 Hertz zu halten. Was passiert, wenn wir diese Grenzwerte irgendwie verletzen? Das führt dann ganz klar, deswegen steht es ja auch ganz oben, zum Zusammenbruch des gesamten Systems. Wenn wir also dauerhaft unter dieser Frequenz von 50 Hertz fahren, sehen wir im weiteren Verlauf bei den Notfallmechanismen auch noch, was das genau bedeutet. Und es kommt dann zur Überlastung von Generatoren, weil je geringer die Frequenz im Netz ist, desto mehr Last haben die Generatoren, desto schwerer drehen die sich, desto mehr Widerstand müssen die überwinden. Das führt zu Überlastung und letztendlich zum Abschalten der Kraftwerke durch die eigenen Sicherheitsmechanismen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Spannung, die wir in dem Netz beachten müssen. Das sind die Größen, die ich eben schon nannte, 380 kV bis hin zu der 230 Volt Steckdose. Und hier haben wir natürlich auch Gefährdung bei Grenzwertverletzungen, gerade wenn wir in einem Netzwiederaufbau sind und haben lange leerlaufende Systeme. Diese Überlandleitungen, die von Nord nach Süd gehen, die haben dann schon mal 200 Kilometer Leitungslänge. Das bedeutet, ein leerlaufendes System hat vorne eine geringe Spannung, meinetwegen 110.000 Volt. Wir kommen hinten aber mit 130.000 Volt raus, aufgrund der physikalischen Verhältnisse, die diese Leitung mit sich bringen, sodass wir hier dadurch dann Beschädigungen an der Isolation und Überschläge am Betriebsmittel nachher verursachen oder verursacht sehen. Das sind halt die Problematiken, die wir hier in diesem Feld beachten müssen. Dann natürlich die Stromstärke, und die ist immer abhängig vom Leitungsmaterial. Also wenn wir ein größeres Kabel haben, können das 500 Ampere sein, haben wir ein kleineres Kabel, vielleicht 175 Ampere, natürlich auch abhängig von der Spannungsebene, über die wir hier gerade sprechen. Und da, was passiert, wenn wir diese Grenzwerte verletzen? Wenn wir jetzt zum Beispiel auf dem Kabel zwischen zwei Photovoltaikanlagen, wie ich es eben sagte, was wir aktuell gar nicht monitoren können, auf einmal eine Überlastung haben. Die Isolation wird beschädigt und das Kabel wird ganz pragmatisch gesagt zu warm. Thermische Zerstörung des Betriebsmittels, es kommt zum Kurzschluss und damit zur Auslösung der Sicherung. Aus diesen beiden Größen hier kann der Lastfluss ermittelt werden. Das ist also eine Ermittlung, da sind noch andere Einflussgrößen, die da drauf einwirken. Lastfluss kann zum Beispiel sein 30 MW in Richtung Umspannwerk X. Damit verfolgen wir also die Lastflüsse. Man sagt ja immer, es gibt Nord-Süd-Lastflüsse, die beherrscht werden müssen. Die Offshore-Erzeugung im Norden hin zu den Verbrauchsschwerpunkten im Süden über die Großvorhaben, die da sind mit Südlink und wie sie alle heißen.
Das ist dann der Lastfluss, das ist also ein ermittelter Wert. Und hier, was passiert bei Grenzwertverletzungen, das ist im Prinzip das Gleiche wie bei Spannung und Stromstärke, wenn wir die verletzen. Das sind die Systemgrößen, die wir im Auge haben müssen, wenn wir uns um die Stabilität des Verbundnetzes Gedanken machen. Also die wesentlichen Größen. Es gibt natürlich noch eine Vielzahl andere, aber diese vier sind erstmal ausreichend, um grob einen Überblick zu bekommen. Jetzt schauen wir uns darauf aufbauend die Systemzustände an. Was heißt das? Systemzustand 1, in dem wir uns am liebsten natürlich befinden, der Normalbetrieb. Alles ist gut, Verbrauch, Erzeugung decken sich zu jedem Zeitpunkt. Wir haben kein Problem, alle Verbraucher sind versorgt. Weichen wir davon ab, gibt es den Systemzustand Alert mit einem Szenario Defense, nennt sich das. Dahinter steckt dann die ENWG-Kaskade. Was das genau ist, gehe ich gleich im Einzelnen drauf ein. Wir schauen uns jeden Systemzustand einmal an. Dann haben wir noch den Systemzustand Emergency. Man sieht hier rot, wie so ein Ampelsystem. Da muss man handeln und hier muss man letztendlich stehen bleiben. Hier im Bereich Emergency kommen wir in den Bereich Unterfrequenz-Lastauslösung. Da trennen sich einzelne Netze aus dem Verbund. Wir kommen dann in die Spannungslosigkeit überregionaler Gebiete. In diesem Zustand waren wir, oder in diesen beiden Zuständen waren wir bis jetzt in Europa glücklicherweise noch nicht. Ach, der Kasten hier unten, der ist grau. Der Kasten hier unten ist grau. Hier sollten Sie jetzt Blackout sehen. Blackout sieht man nicht. Man sieht beim Blackout ja auch nichts. Okay, da passt, da schließt der Kreis wieder. Auf jeden Fall, hier unten denken Sie sich bitte den Blackout. Und wie kommen wir aus diesen Szenarien wieder raus? Wir können uns aus diesem Notfallszenario hier Emergency wieder dem Alert-Szenario nähern, um in den Normalbetrieb reinzugehen. Das heißt also, können Teilnetze synchronisieren oder müssen von da aus in den gestaffelten Netzwiederaufbau gehen. Also ein geplantes Vorgehen zum Wiederaufbau der gesamteuropäischen Versorgung. Auch da schauen wir uns gleich an, wie das grob aussieht. Das hier jetzt nur vorweg, das sind die Systemzustände, die Sie hier sehen, plus Blackout da unten in der Ecke. Wann wird der Normalbetrieb verlassen? Also wann kommen wir in diese Situation, dass wir handeln müssen? Da gibt es ganz klare Kriterien für und das sind erstmal die vollständige Ausnutzung aller Maßnahmen nach § 13 Absatz 1 ENWG. Ja, herrlich, was ist das denn? Schauen wir uns gleich an, damit wir auch wissen, was dahinter steckt. Das sind nämlich eine Vielzahl von Maßnahmen. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen muss aber in der Regelzone Deutschland, also nicht jetzt bezogen auf Westfalen-Weser-Netz, nicht bezogen auf Amprion, nicht bezogen auf TenneT, sondern in der Gesamtbilanz Deutschland eine Fehlbilanzabweichung da sein. Sogenannt ACE, Area Control Error, der besagt, wir haben also minus 750 MW Unterdeckung und die Frequenz ist für einen Zeitraum von mindestens 30 Minuten unter 49,95 Hertz. Wir haben ja eben gesehen, die Frequenz sollte bei 50,0 sein und wir reden hier um eine Abweichung von 0,05 Hertz. Hört sich erstmal nicht viel an, ist aber für den Zusammenbruch des Systems oder für die Stabilität des Systems erstmal, bevor es zusammenbricht, ausschlaggebend. So, und vorher, bevor wir diesen Normalbetrieb verlassen, werden halt diese Maßnahmen nach § 13.1 erstmal ausgenutzt. Was heißt das konkret? Wir haben den vollständigen Einsatz aller Regelleistungen in Deutschland. Was heißt das? Regelleistungen sind Kraftwerke, die aktuell aufgrund der Marktsituation nicht am Netz sind, aber ihre Bereitschaft anbieten und sagen, wir können Energie liefern, wenn ihr uns den entsprechenden Preis dafür zur Verfügung stellt. Das sind Preise, die an der Börse gebildet werden, die dann halt auf Abruf des Übertragungsnetzbetreibers bei den Kraftwerken abgerufen werden. Dann muss dem noch der vollständige Abruf von Kapazitätsreserven folgen. Was sind Kapazitätsreserven? Das sind Kraftwerke, die am Markt aktuell nicht anbieten, aber mit einem gewissen Vorlauf wieder in den Betriebszustand zurückkehren können. Die sind zum Beispiel gerade in der Revision, können schnell wieder alles zusammenbauen und können dann kurzfristig starten.
vorher müssen alle Börsengeschäfte und OTC over the counter, also von Angesicht zu Angesicht zwischen dem Übertragungsnetzbetreiber und einem Kraftwerksbetreiber getätigt sein. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit mehr, anderweitig Energie zu beschaffen. Es ist alles schon so weit drin. Wir können nicht mehr beschaffen. Und es gibt dann Unterstützungsanforderungen von anderen TSO. TSO sind die Transmission System Operators, andere Übertragungsnetzbetreiber in Europa, gemäß dieser 50 oder 100 Milliards Prozedur. Da brauchen wir nicht weiter darauf eingehen, aber auch mit denen ist gesprochen worden. Das heißt, die wissen auch schon, dass wir hier dann gegebenenfalls ein Problem haben. Das ist alles vorher gemacht worden, bevor wir diesen Systemzustand verlassen und in den Systemzustand Alert eintreten. Zustand Alert, hatte ich eben schon gesagt, dahinter verbirgt sich die ENWG-Kaskade Strom. Zustand Emergency, das ist die Unterfrequenz Lastauslösung und Szenario Netzwiederaufbau. Was heißt das, bevor wir uns das jetzt dann im Einzelnen anschauen? Im Alert-Szenario haben wir manuelle Maßnahmen, die wir manuell auf Anforderung des vorgelagerten Netzbetreibers durchführen. Das sind Abschaltungen. Da wird gesagt, schaltet uns Last ab. Da müssen wir gucken, wen schalten wir zu welchem Zeitraum ab. Genau da gehen wir natürlich gleich drauf ein. Ist immer eine Frage, bin ich davon betroffen oder nicht? Und hier natürlich auch dann das Ganze gesetzlich diskriminierungsfrei. Das heißt, wir dürfen nicht gucken, bevorzugen wir den oder den. Kommen wir mit diesem Zustand nicht zurecht und rutschen in dieses rote Szenario ab, dann wird das eingestellte Frequenzband verlassen. Ich hatte ja eben gesagt 49,95 Hertz. Dann kommen wir in diesen Zustand für unter 30 Minuten. In diesem Unterfrequenz-Lastauslösungsszenario folgen automatische Maßnahmen. Das heißt, wir haben keine Kontrolle mehr darüber. Diese Relais, das sind Unterfrequenz-Relais in den Umspannwerken, die lösen technisch aus. Da können wir gar nicht drauf eingreifen. Die sind frequenzgeführt. Wenn die Frequenz diesen Wert unterschreitet, dann sind die raus. Wenn das alles nichts hilft, dann kommen wir in dieses Thema Blackout mit dem Netzwiederaufbau. Da haben wir natürlich besondere Herausforderungen. Eingeschränkte Kommunikation. Wir wissen alle nicht, wenn der Blackout da ist, wie verhalten sich unsere Mobilfunknetze, wie verhalten sich unsere Kommunikationswege, wie können wir überhaupt noch miteinander telefonieren? Können wir miteinander telefonieren? Können wir über Handy telefonieren? Funktioniert D2 länger als D1? Das sind alles Fragestellungen, die können wir nicht beantworten. Es gibt eine Daseinsvorsorge der einzelnen Netzbetreiber, Funknetzbetreiber, die natürlich verpflichtet sind, ihr Netz im Schwarzfall aufrechtzuerhalten für 12 Stunden. Die Realität zeigt aber, dass es bei lokalen Ausfällen dann nicht immer so eintritt. Beim Netzwiederaufbau natürlich auch, es sind alle betroffen. Wir haben da nicht, wie hier oben, dass nur teilweise die Bevölkerung nicht versorgt ist, sondern es sind alle generell aus. Kein Strom, keine Spannung, nirgendwo. Und wir haben im Wiederaufbau fragile Netze mit volatilen Lasten. Was heißt das denn? Fragile Netze, die sind also sehr, sehr anfällig für das Zuschalten, von einzelnen Lasten. Schalte ich Last zu, die ich nicht vorhersehen kann, wo ich nicht weiß, da hängen jetzt nur Haushalte hinter, die keine Erzeugung haben, keine PV auf dem Dach haben. Kann mir dieses Netz, deswegen volatil, das sind also schnell schwankende Lasten, kann mir dieses Netz in diesem kleinen zerbrechlichen Zustand beim Wiederaufbau wieder um die Ohren fliegen und ich fange von vorne an. Das in ganz Deutschland, das in ganz Europa vielleicht, das wollen wir alle nicht an der Stelle. So, jetzt kommen die Szenarien im Detail. ENWG-Kaskade, hatte ich schon gesagt, manuelle Maßnahmen diskriminierungsfrei. Ziel ist es also, stabil zu halten, hatten wir schon gesagt, und das Ganze innerhalb von 12 Minuten. Das heißt, wir bekommen eine Anforderung vom Übertragungsnetzbetreiber, 12 Minuten müssen wir reagieren, müssen die ersten Kunden abgeschaltet haben. Wie funktioniert das? Es gibt also die ganz klar gesetzliche oder die gesetzlich klar geregelte Reihenfolge der Maßnahmen. Darunter fällt alles, was wir eben schon genannt haben, mit Regelenergie. Bevor wir das machen, ist also alles ausgeschöpft an Reserve. Dann greifen die Maßnahmen, die hier in der ENWG-Kaskade gemäß Paragraph
13 Absatz 2 beschrieben sind, die greifen dann. So, da wollte ich, da gehen wir mal schnell drüber hinweg. Es gibt einen Praxisleitfaden, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, sondern wichtig ist mir dabei das Thema Aufteilungsschlüssel. Wer wird abgeschaltet? Da möchte ich als erstes drauf eingehen. Ist ja immer die Frage bei dieser Geschichte, wir kriegen eine Anforderung und müssen XMW abschalten. Wer ist betroffen? Wir müssen das Ganze, wie ich schon sagte, diskriminierungsfrei machen. Wir dürfen nicht auswählen vorher. Wir dürfen nicht sagen, du bekommst weiterhin und du nicht. Sondern das muss ein Zufallsprinzip sein. Dieses Zufallsprinzip heißt, es gibt immer eine automatische Ermittlung dieser Abschaltliste nach Zufallsvariablen vor jedem Szenario, die uns dann unser Netzleitsystem vorgibt und sagt, das ist die Abschaltliste, die aktuell gültig ist für dein jetziges Szenario. Und da sieht man hier unten Leitungen, die sind eigentlich von alphabetisch von A bis Z gekennzeichnet. Und hier sieht man deswegen Leitung L, Leitung F, Leitung B, die sind als erstes dran. Weil die Anforderung ist in diesem Fall, 20 MW müssen wir um 10 Uhr abschalten, um das europäische Netz stabil zu halten. 20 MW sind diese Leitungen, diese drei Leitungen, die werden dann abgeschaltet in einem Zeitraum von 10 bis 11.30 Uhr. Das heißt also, die kriegen anderthalb Stunden keinen Strom. Nach anderthalb Stunden schalten wir die nächsten 20 MW ab, hier unten, und schalten die ersten 20 MW wieder zu. Wir haben also ein rollierendes Vorgehen. Im Rahmen der ENWG-Kaskade ist jeder nur anderthalb Stunden, es gibt so einen Zeitrahmen, der sagt anderthalb bis zwei Stunden. Manche Netzbetreiber machen zwei Stunden. Wir haben uns für anderthalb entschieden. Also nach anderthalb Stunden hat der Betroffene dann wieder Strom, solange die anderen Krisenmechanismen nicht greifen. Das ist also ein rollierendes Verfahren. Wir gehen immer von A nach B durch, sind wir am Ende dieser Liste angelangt und die Anforderung des Netzbetreibers besteht weiterhin, Last abzuschalten. Dann beginnen wir wieder von vorne. Das Spielchen machen wir so lange, bis die Anforderung dann letztendlich komplett abgeschlossen ist. Da auch nochmal der Hinweis vorher mit dem Aufteilungsschlüssel. Es ist also ein ratierliches Prinzip. Das heißt, es wird ja die Gesamtfehlbilanz für Deutschland ermittelt. Da purzelt ein Wert raus. Beispiel 750 MW, ganz Deutschland. Was heißt das? Jeder Netzbetreiber, der ein Energieversorgungsnetz betreibt, muss sich daran beteiligen. Wir bekommen als Verteilnetzbetreiber der ersten Ebene mit dem 110 kV-Netz darüber eine Anforderung von TenneT, die beinhaltet alles das, was unterhalb dieses Netzes, die unterhalb dieses Netzes ist, abgeschaltet werden muss. Da sind jetzt aber nicht alles Lasten, die bei Westfalen-Weser-Netz in dem Netzgebiet abgeschaltet werden, sondern wir geben das ja weiter an die unterlagerten Stadtwerke, die wir haben. Stadtwerke, die nicht in unserem Versorgungsgebiet liegen, sondern angeschlossen an unser Netz sind. Das haben Sie gesehen bei den eben nicht dargestellten oder nicht farblich markierten Städten und Gemeinden, die dann einzelne Stadtwerke betreiben. Die sind dann selbst dafür verantwortlich, das umzusetzen. In unserem Fall heißt das, von 100%, die bei uns ankommen, also von 100 MW, schalten wir bei Westfalen-Weser-Netz 53 MW ab und die anderen 47 MW geben wir weiter an die unterlagerten Stadtwerke mit der Bitte, das dann auch innerhalb der nächsten 6 Minuten abzuschalten. Das ist die Herausforderung dahinter. Das üben wir mehrfach jährlich, angekündigt mit vorgelagertem Netzbetreiber, unangekündigt mit nachgelagerten Netzbetreibern, bis zu 4-mal im Jahr. Und die aktuellen Prozesse zeigen, dass wir zumindest den theoretischen Ablauf auch ganz gut beherrschen, sodass wir diese theoretische Zeit von 12 Minuten für die Abschaltung auch erstmal einhalten können. Das ist natürlich davon abhängig, wie schnell sind die Operator in der Netzleitstelle, können die so schnell handeln, haben die Unterlage an Stadtwerke in der Netzleitstelle, die 24/7 erreichbar ist, können die innerhalb dieser Zeit reagieren, wie ist das ansonsten da gestaltet. Weil was wir auch machen müssen nach 12 Minuten ist, wir müssen gucken, haben die Nachlage an Stadtwerke das umgesetzt, wenn nein,
geben wir das nach oben hin weiter zu Tenet und sagen, Erfüllungshemmnis da unten auf der Ebene. Im nächsten Schritt kommt dann eine höhere Anforderung. Dann sind es nicht mehr 100 MW gewesen, sondern dann kommen auf einmal 200. Dann müssen die anderen dieses Erfüllungshemmnis mit ausbaden. Es geht ja letztendlich um die Stabilität des Gesamtnetzes. So viel erstmal zur ENWG-Kaskade. Ich hoffe, es ist ein komplexes Vorgehen, was wir da haben. Ich hoffe, es war jetzt in der Kürze der Zeit relativ verständlich. Jetzt schauen wir uns das Thema an, was passiert, wenn die Kaskade nicht ausreicht, sondern die Frequenz sackt in unserem Szenario jetzt weiter ab, und es greifen dann nicht mehr die manuellen Maßnahmen. Wir schalten nicht mehr von Hand ab, sondern wir schalten automatisch ab. Auch hier wieder Ziel, ja, das Verbundene stabil zu halten, klar. Da gibt es eine Vorgabe, Umsetzung, wie dieses auszusehen hat. Das heißt, wir gehen hier von 50% unserer Netzhöchstlast aus. Und diese 50% Netzhöchstlast, die wir ja nur im Winter bei einigen besonderen Temperaturereignissen haben, das ist die Berechnungsgrundlage für das gesamte Jahr. Danach müssen wir unsere Netze auslegen. Und wir sehen jetzt auch, was davon abgeschaltet wird. Bei 49,8 Hertz, das sind jetzt hier die einzelnen Hertzstufen, bekommen wir eine Warnung. Wir waren eben bei 49,95 Hertz, wo die Kaskade schon ausgerufen wird. Bei 49,8 Hertz bekommen wir eine Warnung. Erstmal noch nicht kritisch, sondern wir sind ja wahrscheinlich schon im Szenario der ENWG-Kaskade. Dann schließen sich 10 Stufen an, die bei 49,0 Hertz losgehen. 10 Stufen, in jeder dieser 10 Stufen werden 10% dieser 50%igen Höchstlast, was ich anfangs sagte, abgeworfen, automatisch, übers Netzgebiet verteilt, ermittelt nach den Vorgaben, wie sie in dieser Richtlinie stehen. Das heißt, man kann auch da nicht sagen, es ist Umspannwerk A, es ist Umspannwerk B. Wir wissen dann nicht, wir wissen zwar schon, welche Abgänge in welcher Stufe betroffen sind, wir wissen aber nicht, welche Stufe jetzt zum Tragen kommt, wie weit die Frequenz absackt. Und wie ich schon sagte, das sind automatische Maßnahmen, die können wir dann nicht mehr beeinflussen. Das Relais schaltet aus. Was passiert denn, wenn die Frequenz noch weiter absackt? Wir sind jetzt bei 48,1 Hertz. Theoretisch haben wir die Kaskade durch. Wir haben alles vom Netz getrennt. Die Frequenz sackt noch weiter ab. Was passiert denn dann? Dann gibt es die letzte Stufe, 47,5 Hertz. Bei 47,5 Hertz trennen sich die Kraftwerke vom Netz, die Großkraftwerke. Warum tun sie das? Wenn die Frequenz weiter absagen würde und die würden am Netz bleiben und immer dagegen powern, dann, hatte ich eingangs gesagt, können die Generatoren Schaden nehmen. Das würde dazu führen, dass ein Netzwiederaufbau noch länger dauert, weil die Kraftwerke erstmal repariert werden müssen. Womit auch immer dann in dem Fall. Deswegen trennen die sich bei einer Frequenz von 47,5 Hertz vom Netz. Im Idealfall fangen diese Kraftwerke sich dann in einem Szenario, dass sie im Eigenbedarf bleiben. Das heißt, die trennen sich und erzeugen gerade noch so viel Energie, dass ihre Pumpen, Kohleförderungsanlagen, Kohlemühlen und was da gegebenenfalls noch alles an technischen Anlagen hinter sind, soweit noch betrieben werden können. Dass wir also keinen Kaltstart hinlegen müssen, sondern aus dem noch rotierenden Kraftwerk wieder Energie entziehen können. Ja, hat auch das dann nicht gereicht. Die Kraftwerke haben sich vom Netz getrennt. Dann sind wir im Netzwiederaufbau. Wie läuft das ab? Netzwiederaufbau, wir stellen uns vor, europaweit keine Spannung, alles dunkel. Wer kann überhaupt noch miteinander kommunizieren in dem Fall? Ist ja die eine Frage. Wer kann überhaupt noch was machen in dem Fall? Ist die andere Frage. Wir haben für uns sichergestellt, dass unsere Netzleitstelle und unsere Umspannwerke über 72 Stunden erstmal versorgt oder schaltbar sein müssen. Das heißt also, schaltbar heißt, wir können 72 Stunden nach Eintritt der Spannungslosigkeit dort vor Ort noch Schalter bewegen, um diese Versorgung halt wieder herzustellen. Das können auch die anderen Netzbetreiber, das kann auch die Tenet, und zur Tenet kommunizieren wir dann halt über Satellitentelefonie. Wer weiß, wie diese Satellitentelefonie sich verhält, wenn dann alle auf Satellitentelefonie im Schwarzfall umsteigen. Dann werden die Telefone, die sonst in der Schublade liegen, herausgeholt und alle benutzen sie. Funktioniert es dann?
ausprobieren. Es gab einen Belastungstest von der Bezirksregierung Detmold Anfang des Jahres. Da wurden parallel 60 Satellitentelefone genutzt. 60 Satellitentelefone haben dazu geführt, dass es also Verzögerungen in der Sprachübertragung von 6 bis 7 Minuten gab. 6 bis 7 Minuten sprechen Sie was rein. 6 bis 7 Minuten später auf der anderen Seite höre ich es erst. Dann habe ich noch eine Nachfrage dazu. Blöd gelaufen. Deswegen hoffen wir, dass wir in dieses Szenario gar nicht reinkommen. Wir haben ja davor schon einiges getan, um das zu verhindern. Nochmal die Herausforderung für diesen Blackout-Fall. Wir haben ein unklares Lagebild. Wir wissen ja im ersten Moment gar nicht, was passiert ist. Alle anderen, Feuerwehr, Polizei, wissen auch nicht, was passiert ist. Die merken auch nur keinen Strom. Die Notrufe laufen voll. Wissen gar nicht, was ist los. Es gibt wenig Informationen über die Ursache und Prognose. Wenn wir in dem Fall beim vorgelagerten Netzbetreiber anrufen und fragen, was ist denn los, dann kriegen wir wieder Strom. Sagen die auch nur, wir haben jetzt so viel zu tun, lasst uns erstmal in Ruhe, meldet euch später. Das heißt, wir wissen im Zweifel gar nicht, was ist jetzt genau passiert. Sind wir europaweit spannungslos? Sind wir deutschlandweit spannungslos? Sind wir vielleicht in kleineren Kreisen nur spannungslos? Bringt erst die Ursachenklärung mit sich. Aber dafür gibt es mittlerweile ein zentrales Informationssystem, die sogenannte EAS-Ampel. Das ist eine Leitsystemkopplung, das heißt, das Netzleitsystem der TenneT und das Netzleitsystem Westfalen-Weser sind miteinander verbunden. Über einen schwarzfallfesten Kommunikationskanal, ist auch mal getestet worden, hat funktioniert, wo uns dann eine Ampelfarbe mitgeteilt wird. Nämlich genau diese Ampelfarben, die wir hier gesehen haben. Gelb für Alert, Rot für Emergency, Grau haben wir nicht gesehen für Blackout und Blau für Netzwiederaufbau. Damit wissen wir dann schon, wenn diese Ampel getriggert wird, aha, TenneT hat ein Problem. Also wir kommen von dieser Ursachenklärung und dieser Unklarheit etwas weg, aber noch nicht ganz so weit weg, wie wir es vielleicht gerne hätten. Aber es ist der erste Schritt in die Richtung. Genau, eingeschränkte Kommunikation, hatte ich gesagt. Alle sind betroffen. Und mit den fragilen Netzen hatte ich auch schon gesagt. Dieses Vorgehen und diese Konzepte, die ich jetzt auch gleich beschreiben werde, wie das theoretisch alles schön aussehen soll, das kann ja auf dem Papier alles schön stehen, hört sich auch alles schlüssig an. Hat das mal einer getestet? Ja, wir testen das 3-mal im Jahr mit TenneT, mit allen möglichen Übertragungsnetzbetreibern aus Norddeutschland. Das Ganze nennt sich dann Regelzone TenneT Nord am Simulator in Duisburg, wo wir dann wirklich den Blackout simulieren und versuchen, das Netz irgendwie wieder hinzukriegen. Deswegen sind die Erkenntnisse, die ich Ihnen jetzt gleich hier zeige, auch erprobt. Zuletzt Anfang des Monats in Duisburg, die Kollegen haben berichtet, es hat auch theoretisch funktioniert, in der Hoffnung, dass wir es natürlich nie wirklich brauchen. Oh, wieso sind das jetzt so? So. Das Vorgehen, wie sieht das aus? Wieder Szenario, wir sind komplett dunkel, wir haben nichts. Was macht TenneT als erstes? Kann man auch nicht so schön lesen. Erster Schritt, nur der Übertragungsnetzbetreiber, Not-EB-Ablösung. Was ist das denn? Es gibt in Deutschland noch einige kerntechnische Anlagen, beziehungsweise Anlagen, die noch zum Kerntechnik-Sicherheitskreis gehören, Gronde zum Beispiel, weil da ja noch Brennelemente sind, die gekühlt werden müssen, die dauerhaft gekühlt werden müssen. Müssen diese Atomkraftwerke und diese Lagerungsstandorte für dieses radioaktive Brennmaterial im ersten Schritt vor allem anderen mit Energie versorgt werden, damit wir nicht das erleben, was wir 2011 im Fernsehen live erleben durften, das, was in Fukushima passiert ist. Deswegen hier an erster Stelle, bevor irgendwas anderes passiert, Not-EB-Ablösung der kerntechnischen Anlagen. Bei uns im Netzgebiet oder bei uns in der Region oder in der größeren Region ist das einmal Gronde, Kernkraftwerk Emsland, Kernkraftwerk Brockdorf und Unterweser teilweise. Also 4 Anlagen, die Not-EB anfordern können, die also im Regelgebiet TenneT Nord hängen. Jetzt nicht an Westfalen-Weser, aber TenneT Nord. Genau, das Ganze passiert dann über schwarzfallfeste Erzeugungseinheiten. Es gibt Pumpspeicherkraftwerke, da ist das Wasser, das fällt dann im Prinzip vom oberen Becken ins untere Becken, erzeugt dadurch Energie, ohne dass wir was machen müssen. Ja, das Wasser muss ja die Arbeit machen, fällt da runter, dreht die Turbine und erzeugt Spannung. Schwarzfallfest, wir brauchen also keine externe Energie, um irgendwas zu drehen.
Darüber wird dann diese Not-EB-Ablösung gemacht. Zweiter Schritt, es wird dann ein kleines Netz zusammengebaut, das ist das sogenannte Hochfahrnetz. Das Hochfahrnetz wird unter der Anleitung von TENET gemacht. Es wird Spannung vorgegeben in strategischen Punkten im Regelzonenbereich. Es wird ein kleines Netz aufgebaut, es werden erste Lasten vorgegeben, die zugeschaltet werden dürfen. Das sind aber erstmal Lasten im Bereich von 5 Megawatt, 10 Megawatt, also relativ kleine Scheiben. Dann kommt im dritten Schritt der Verteilnetzbetreiber, also Westfalen-Weser, dazu. Wir bekommen dann für unsere Umspannwerke im Netz Spannung. Das heißt, wir bekommen die Freigabe, unser 110 kV Verteilnetz mit Spannung zu versorgen, damit die Umspannwerke versorgt sind. Und wir auch wissen, wir können dort schalten. Wir können die Versorgung von da wieder aufbauen. Nützt uns ja nichts, wenn wir die Anlagen nicht mehr erreichen können. Das passiert im dritten Schritt, dann in Kombination mit dem Übertragungsnetzbetreiber, der uns das dann auch vorgibt. Im vierten Schritt haben wir dann erste Lastgradienten zur Verfügung. Lastgradienten heißt, wir können bekommen eine Lastvorgabe, 20 MW, die können wir dann in 5 MW Schritten pro Minute oder pro x Minuten zuschalten. Und da ist natürlich die Herausforderung auch zu gucken, wie viel Last erwarten wir denn jetzt auf welcher Leitung? Wir wissen ja nicht, haben Sie jetzt zu Hause den Herd angemacht, um zu gucken, wann kommt der Strom wieder? Haben Sie zu Hause das Licht angelassen? Das wissen wir ja alles in dem Moment gar nicht. Und daher ist diese Lastprognose und dieses Durchdringen mit Intelligenz im Netz auch ungemein wichtig, dass wir die Messwerte bekommen, um das überhaupt vorhersagen zu können. Aber das ist der vierte Schritt. Wir nehmen Last langsam auf und nähern uns dann der Spannungshaltung des gesamten Netzes und dem Hochfahren wiederum dieses gesamten Netzes. Theoretisch alles, wie gesagt, getestet am Simulator in der Hoffnung, dass wir es in Wirklichkeit nicht benötigen. Zum Abschluss der Ausblick auf die Wintersituation 23/24. Ist, glaube ich, für jeden in diesem Raum auch interessant. Vielleicht auch das, was Ihre Erwartungshaltung war. Wie sieht es aus? Es gibt also eine enge Zusammenarbeit und Austausch zwischen den Behörden, Verbänden und Netzbetreibern, wo natürlich alle Netzbetreiber auf TENET-Ebene, Übertragungsnetzbetreiber drin sind, die sich austauschen. Es gibt eine Sicherstellung von zusätzlichen Kapazitätsreserven. Das heißt, es wurden teilweise Verschiebungen von Revisionsarbeiten gemacht. Revisionen dürfen nicht im Winterzeitraum stattfinden, sondern nur im Sommerzeitraum im Schwachlastfenster stattfinden. Es gibt die Bevorratungsproblematik mit Kohle, die wir ja letztes Jahr dann aufgrund des Niedrigwassers festgestellt haben. Da hieß es dann ja, Schiffe können nicht mehr die Kohle von A nach B bringen. Das wurde verbessert, indem halt die Bevorratung an anderer Stelle organisiert wurde, um dem halt vorzubeugen, dass wir dadurch auch wieder ungeplante Einbußen in der Erzeugungslandschaft haben. Es gibt die Bereitstellung zusätzlicher, schneller Gaskraftwerke im Reservebereich. Warum jetzt Gaskraftwerke? Gasturbinen, also Gaskraftwerke, sind dafür bekannt, dass sie innerhalb von kürzester Zeit ans Netz gehen können, innerhalb von kürzester Zeit starten können und dann auch innerhalb von 15 Minuten Volllast liefern können. Deswegen gibt es die, deswegen wurden die nicht außer Betrieb genommen, sondern wurden zusätzlich bereitgestellt und gebündelt. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, die Leitung durch witterungsbedingtes Leitungsmonitoring besser auszulasten. Bisher gab es einen statischen Grenzwert, da wurde gesagt, mehr als 500 MW kommen über diese Leitung nicht rüber, dann war die im roten Grenzwertbereich. Jetzt wird geguckt, abhängig von der Außentemperatur, abhängig von Windgeschwindigkeiten, wird diese Leitung ja gekühlt. Wir haben diese Erwärmung nicht mehr. Dadurch können wir die Leitung etwas höher auslasten. Auch das hilft uns im Zweifel, Energie von Nord nach Süd zu bringen, Energie vom Erzeugungsmangel hin zum Verbrauchsschwerpunkt zu bringen. Fazit, der Übertragungsnetzbetreiber unter den bestehenden Annahmen und Worst-Case-Planungsszenarien ist ein Versorgungsmangel erstmal unwahrscheinlich unter den Annahmen, die getroffen werden konnten, wenn natürlich Ereignisse dazukommen, die wir nicht vorhersehen können, irgendwelche Anschläge, was ich natürlich nicht hoffen will, dann ist diese Planung natürlich über den Haufen geworfen.
Vielen Dank. Ja, die ersten Hände gehen schon hoch. Ich habe eine Frage, eine schlechte Nachricht und zwei gute Nachrichten. Die Frage an die beiden Referierenden, bleiben Sie noch über Mittag? Die schlechte Nachricht ist, gucken Sie auf die Uhr. Wir haben schon massiv die Zeit überschritten, 11.45 Uhr. Die gute Nachricht ist, das Mittagessen ist sowieso kalt. Insofern könnte es noch ein wenig warten, aber es ist natürlich auch so ein bisschen, der Hunger treibt es ja dann doch. Mein Vorschlag ist wie folgt, es ist nämlich vorbereitet. Wir haben jetzt, Pi mal Daumen, genau 12 Uhr, Schlag 12 Uhr. Und ich habe es nicht ganz mit meinem Auftraggeber